Herzlich willkommen zur 845. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind in Rom und haben unser Sofa in den Trevi-Brunnen geworfen. Heute sprechen wir über den Film The Beautiful Game. Mit mir hier auf der Suche nach Südafrika, das ist Christoph Perner. Guten Abend. Und im Gebet versunken, unsere Nonne Robert Krüger. Ich stehe hier in der schönsten Kirche Europas. Was glaubt ihr, was ich hier mache? Zumba? Und wahnsinnig gut mit dem ruhenden Ball, Stefan Gisbert. Guten Abend. Ja, Fußball. Ah, Fußball. Juhu. Fußball ist unser Lebe. Naja, was war ja mehr? Eine Geschichte erzählen und Fußballzwiegel benutzen. Ja, stimmt. Ja. Aber es waren relativ viel Fußballszenen auch aus, also mehr als in Ted Lasso fast, oder? Ja. Spielszenen. Ja, wir können auch gleich mal darüber reden, wie die gefilmt waren. Vielleicht. Ja, hol uns doch erstmal ab. Wo sind wir, warum sind wir und worum ging es in The Beautiful Game? Stefan, du hast den vorgeschlagen. Genau, The Beautiful Game ist ein Film von Thea, jetzt habe ich den Namen vergessen, Sharrock. Korrekt. Und es geht um eine Mannschaft, die am Homeless World Cup, also am Fußball Weltmeisterschaft der obdachlosen Menschen teilnimmt. Das englische Team unter Führung von Bill Nighy, ein ehemaliger Scout in der Premier League. So heißt die Liga da, gell? Ich wollte jetzt sagen NFL, aber das ist ja nicht. Genau, die reisen nach Rom und finden kurz bevor es losgeht noch einen von Michael Ward gespielten, sehr, sehr guten Fußballer, der auch seit Monaten in seinem Auto wohnt und deswegen auch dazu zählt als Obdachloser. Und dieser Mensch hat große Schwierigkeiten, ja, sich in das Team einzufinden, mit seiner Rolle als Obdachloser, mit seiner Rolle in seiner Familie. Und wir beobachten ihn und das Team dabei, wie sie versuchen, ein Team zu werden und wie er vielleicht es dann doch schafft, dazu zu stehen, was er ist. Und unterwegs gibt's halt spannende Matches gegen starke und schwächere Gegner und ja, ein bisschen Herz dazwischendurch. Wie hat's denn euch gefallen, Christoph? Fußball. Den Fußball hassen wir zuerst, genau. Ja. Ach ja. Warst ihr zu viel Fußball? Ich weiß nicht. Nee. Also mal vorab, was ich schön fand, war, dass ich da über etwas gelernt habe, was ich überhaupt nicht kannte, was ja es tatsächlich gibt. Also es ist ja nach wahren Begebenheiten so, also nicht nach wahren Begebenheiten, aber nach, also diese Weltmeisterschaft gibt es halt wirklich, was ich halt nicht wusste. Und ja, die Fußballgeschichte, du hast es ja schon angedeutet, das war ja mehr so eine persönliche Geschichte. Erstens mal unseres Protagonisten, wie der in seine Rolle findet und eben auch, wie er damit struggelt, dass er von lauter Leuten umgeben ist, die halt gar nicht Fußball spielen können. Und mit denen soll er jetzt da so eine WM bestreiten und er ist quasi der Einzige, der vernünftig Fußball spielen kann. Ja, der krass spielt. Was halt auch ein Problem für ihn war. Ja, ich finde, der Film krankt so an manchen Ecken. Aber insgesamt tut er schon, ja, das, also er tut schon nicht weh. Das ist schon, kann man schon schauen. So ist nicht. Also. Ja, ich bin da ein bisschen bei dir, Christoph. Ich fand die Hauptfigur tatsächlich anstrengend. Nicht sehr sympathisch, gell? Michael Ward gespielten Menschen, genau. Und ja, der struggelt halt mit seiner Rolle in, also erstmal kann er es nicht für sich anerkennen, dass er homeless ist. Obwohl er schämt sich halt auch. Ja. Er schämt sich, genau, aber er hält sich halt auch im Gegensatz zu den anderen für was Besseres und fühlt sich denen deshalb überhaupt nicht zugehörig und so weiter. Und das wird uns hier erzählt. Aber halt auf eine Art und Weise erzählt, die uns ganz viele Informationen über lange Strecken des Films vorenthält. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich an diese Figur nicht rankam. Ich konnte nicht
ich konnte ihn nicht verstehen lernen. Und sie drehen es am Schluss zu spät, oder? Ja, finde ich auch, genau. Das war echt nicht schön. Also die Figur selbst bleibt total undurchsichtig und erklärt sich uns nicht. Nicht nur den anderen Figuren nicht, sondern auch uns nicht. Wir haben keinen weiteren Einblick in die Figur als jetzt die anderen Protagonisten, mit denen er interagiert. Wenn wir irgendwie mitgenommen worden wären und es besser verstanden hätten, warum er so ist, wie er ist oder warum er so handelt, wie er handelt, dann hätte ich mich vielleicht besser mit ihm identifizieren können. Und so habe ich die ganze Zeit nur gedacht, warum bist du eigentlich die ganze Zeit so ein Arsch zu allen? Und, und konnte mich nicht so richtig, weil es ist ja nun mal die Hauptfigur, es geht ja die ganze Zeit um ihn. Aber ich mochte ihn nicht und das macht es dem Film natürlich dann am Ende schwer. Und dann fokussiert man sich, oder zumindest habe ich das so gemacht, dann so mehr auf die Bill Nighy-Figur, die ist grundsympathisch und Bill Nighy ist halt Bill Nighy, ne? Das ist halt einfach immer fantastisch. Und, das ist schon geil, also ich fand das wieder. Und er spielt halt auch diesen gut situierten englischen Gentleman, der dann aber auch mal so kurze Aussetzermomente hat, die absolut fantastisch waren. Ja, dadurch. Ich bin der freundlichste Mensch auf der ganzen Welt. Außer wenn du am Fußballplatz stehst. Naja. Oder genau. Lasst uns. Und dann eine rote Karte kriegt. Genau, lasst uns ihnen zeigen, wofür England berühmt ist. Gute Schneider, schaut mich an, sehe ich nicht schön aus oder so. Und ja. Fußball, und dann geht's los. Das ist wirklich fantastisch. Und das hat dann für mich so ein bisschen, da konnte ich mich dran aufhängen und das war dann okay. Und gegen Ende, also der Film, das muss man, also ich, es ist halt, wie sagt man so schön, feel good movie, wholesome, also du kannst jetzt alle diese Adjektive hier reinwerfen. Das funktioniert am Ende schon, aber es ist geradezu so dick aufgetragen, dass am Ende wirklich auch jede bescheuerte kleine Nebenplotline zu einem absoluten Super-Happy-End gebracht wird, dass du am Ende tropft und trieft es aus allen Ritzen und dann saß ich da vor meinem Fernseher und dachte, naja, ich will mir die Hände waschen, das ist so fettig hier alles. Und das fand ich dann auch ein bisschen anstrengend. Aber gut, okay, also dann ist es, und ich musste vielleicht, aber gut, jetzt habe ich genug geredet, macht ihr erstmal weiter. Also, was du sagst mit, wurde alles zu einem Happy End gedreht oder es war am Ende alles wholesome und nett und sympathisch und wie auch immer, das wirft für mich so dieses Licht auch auf diese Nonne, die, ja, ich glaube, du warst, Bob, gell, in der Vorstellung, die ich so unangenehm fand, weil die halt vom ersten Moment an halt eigentlich, ja, so handfest und selbstbewusst und irgendwie soll irgendwie auf irgendeine Weise sympathisch sein, aber sie war halt ultra hinterhältig. Also die war echt halt garstig. Den Protagonisten massiv manipuliert, um da ihr, weil sie einfach ihr sicher mal verfolgt hat und halt diesen Cup gewinnen wollte mit ihrer Mannschaft, obwohl sie eigentlich schon disqualifiziert waren. Und das macht die halt nicht nur einmal, sondern macht aber, die halt aber sie kann mehrfach. Sie genau. Können an der Grenze Visa-Genehmigungen herbeibeten, das ist doch nicht. Ja, genau. Da habe ich auch gesessen und habe gedacht, really, really. Das war schon sehr lustig. Genau, und dann ausgeschieden sein und trotzdem dann noch mitspielen können und dann am Ende halt gewinnen, obwohl ihr ein ordentlicher Spieler fehlt. Und ja, also, wo ich mich auch fragte, so, wird das jetzt noch aufgelöst, dass vielleicht irgendwie klar wird, dass dieser Spieler, der bei ihr gefehlt hat, dass sie dafür gesorgt hat, dass der gefehlt hat. Wurde aber nicht. Sondern am Ende war alles, ja, es war so ein bisschen Sister Act-mäßig, wo ich mir dachte, nee, das ist nicht die Nette aus Sister Act, die ist halt der Antagonist hier. Die ist schon ein bisschen böse, ja, das stimmt. Aber es wurde nicht irgendwie geframed, sondern es war so, ja, das ist halt die nette Nonne. Nee. Tja. Was das, ich sagen muss. Ja, und das passt zu dem, was du gesagt hast, Bob. Am Ende war halt alles Zuckerguss, gell? Es war halt. Ja, Zuckerguss, genau, das ist das passende Wort, ja. Die Japaner fand ich auch irgendwie eigenartig, muss ich sagen. Also, ja, es war halt auch so eine wholesome Nebengeschichte, gell? Ja, aber am Anfang total nicht zu verstehen. Also die werden dann da irgendwie gecastet. Also wir sehen ja so eine kurze Szene in Japan, wie die quasi ausgewählt werden. Das sehen wir ja über die ganze Welt, wie die Leute ausgewählt werden. Und dann dachte ich so, okay, da kommen die Japaner mit dieser jungen Trainerin und so weiter. Und dann sind die ja die ganze Zeit super beschämt. Und das wird uns weil nicht so schlecht sind. Ja, aber irgendwie,
ich weiß nicht, irgendwie das konnte ich nicht so kaufen. Und dann hatten sie natürlich diese sehr lustige Szene, wo sie Eis essen gegangen sind. Das war wirklich, und das war so das Level von Zuckerguss mit diesem, wie die Japaner Eis essen gehen und dann das erste Mal fröhlich werden. Das ist so das Level von Zuckerguss, was ich perfekt gefunden hätte. Am Schluss wird es aber einfach immer mehr. Und immer mehr, ja, genau. Und da wurde es mir dann irgendwann zu viel. Zu süß. Ja, wenn man bei Letterboxd über den Film liest, dann liest man auch viel, dass die Leute vor allem von dieser japanischen Seiten-Plotline begeistert sind. So, sie hätten gerne den ganzen Film nur die Japaner begleitet, wie sie durch Eis essen durch Rom ziehen. Ja, da ist schon was dran. Ja, es ist mit einem ganz anderen Auge so eine Stadt mal sehen, die man selber kennt oder vielleicht noch nicht mal kennt, aber ja, dann doch das ein oder andere Mal vielleicht schon gesehen hat. Und dann betrachten das Menschen, die nie, vielleicht noch niemals richtig davon gehört oder gesehen haben, wie Rom ist oder sein soll oder sowas. Ja, was ich sagen muss, ist, ich musste ein paar meiner Vorurteile hinterfragen und das fand ich auch irgendwie gut, weil am Anfang, bevor im Abspann sozusagen ja noch Bilder zu sehen sind von dem Realwelt Homeless World Cup, der ja auch gezeigt wird, dann so in, so, wird ja dann so ineinander geschnitten und da sieht man ein bisschen was davon und bis ich, mir ging es da wie dir, Christoph, du hast ja auch gesagt, dass du nicht wusstest, dass das existiert, ich wusste das auch nicht. Insofern, das braucht, glaube ich, mehr Presse und ja, warum ist das nicht wie die Paralympics, warum wird uns das nicht dauernd gezeigt, warum wissen wir nicht, dass das existiert, wahrscheinlich, weil das einfach irgendwie nicht sexy ist oder so, aber bis zu diesen Bildern hatte ich im Kopf irgendwie, dass ich dachte, die Leute wirken nicht wie homeless auf mich. Der einzige dieser Typ, der dieses Heroinproblem hatte, jetzt will ich nicht damit nicht sagen, dass alle Leute, die homeless sind, ein Heroinproblem haben müssen, aber sagen wir mal, mein persönliches Klischee im Kopf oder mein Vorurteil in meinem Kopf von den Leuten, die ich hier in Frankfurt als Obdachlose wahrnehme, sind jetzt nicht diese schönen, durchtrainierten jungen Menschen, die da alle Fußball spielen für all diese Länder. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist doch irgendwie. Also auch in den anderen Ländern so, keiner von denen wirkte auf mich wie, den haben sie von der Straße gecastet. Und zu diesem Vorurteil stehe ich irgendwie auch immer noch. Und das deckt sich einfach nicht mit diesem Bild, was ich von den, wie die Homeless hier in Frankfurt aussehen. Ich weiß nicht, ob die Homeless in anderen Städten schöner sind, aber, oder schön ist wieder ein falsches Wort, aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Sportlicher. So, sportlicher, junger, dynamischer und so weiter. Und dann siehst du aber die Bilder von dem realen Cup und die sehen genauso aus wie in dem Film. Das sind alles junge, schöne, durchtrainierte Menschen und das sagt natürlich auch was darüber, dass man in jeder Lebenssituation homeless werden kann und dass mein genau. Vorurteil da eigentlich krass falsch ist. Und das fand ich dann am Ende des Films mit dem Abspann so, wo ich dann da so auf dem Sofa saß und dachte mir, das, was ich den ganzen Film darüber nachgedacht habe, was ich daran falsch finde, ist falsch in meinem Kopf und nicht falsch an diesem Film. Ja, man muss natürlich da schon auch überlegen, dass das halt nicht bedeutet, dass das ein Durchschnitt durch die Gesellschaft, also durch die Gesellschaft der obdachlosen Menschen ist. Genau, sondern das ist halt eine krasse Positivauswahl. Also klar, wenn du in Frankfurt Obdachlose dir vergegenwärtigst, das ist halt in der Regel um den Bahnhof herum und sind halt in der Regel extrem Drogenabhängige. Also das ist halt das, was wir in Frankfurt kennen. Und natürlich würden die nie bei sowas teilnehmen. Also das sind halt Fentanylsüchtige. Ja, nicht nur. Also ich meine, ich sehe die Obdachlosen auch in anderen Stadtteilen, außer in ja, aber Bahnhof. Nicht zum, also zum nicht unerheblichen Teil, ne? Ja, ich bin selten am Bahnhof. Also wie oft bin ich am Bahnhof? Das kommt echt selten vor. Und wenn du halt von der ganzen Nation eine Positivauswahl von 5, 6 Obdachlosen hast, von allen, ja, da findest du halt auch eben auch welche, die sportlich sind und Fußball spielen können und dazu in der Lage sind, weil du, wie du ganz richtig sagst, in jeder Lebenssituation obdachlos werden kannst. Ist obdachlos überhaupt das richtige Wort? Fällt mir gerade ein. Ich weiß es nicht. Naja, das Ding heißt Homeless World Cup. Ich würde das mit obdachlos. Du hast kein Zuhause, kein Obdach. Also würde ich so übersetzen. Aber ich habe es auch nicht auf Deutsch geguckt. Ich weiß es nicht, wie sie es da übersetzen. Ja, nee, das wollte ich nur noch mal sagen, dass ich irgendwie, ja,
ich fand zumindest so einen Moment am Schluss an dem Abspann, wo ich dachte so, bin ich jetzt falsch? Ist der Film falsch? Sind wir beide falsch? Konnte man nochmal drüber nachdenken, während der Abspann lief. Habt ihr denn gemerkt, wer da aufgetaucht ist in einer Nebenrolle, wo ich sofort jubilieren musste? Außer Bill Nighy. Die Veranstalterin des Cups, diese ältere... Diese Italienerin, Valeria Golino heißt die Schauspielerin. Und ist natürlich Ramada aus Hot Shots. Nein. Doch. Echt? Ja. Die mit dem Leberfleck. Ja. Nee. Doch. Das ist ja geil. Nee, habe ich nicht verknüpft. Aber jetzt, wo du es sagst, ja, natürlich, du hast recht. Ist das geil. Ja, also von daher, da ich ja großer Hot Shots-Fan bin und natürlich den dazugehörigen Ramada-Crush hatte damals, ja, klar, jeder. War das schön, sie jetzt mal hier wieder zu sehen. Da hätte ich mein Leben nicht erkannt. Nee, ich auch nicht. Aber gut, da denk mal da nicht dran. Ja, außer du, Bob. Ja, krass. Stimmt, ja, jetzt wo du das sagst. Macht Sinn. So. Sehr cool. Was fällt uns noch ein? Will noch jemand irgendwas zu Protokoll geben? Zum ja, ich hatte es vorhin ja schon angedeutet, dass ich dieses Fußballgefilme. Ah ja, richtig. Fand ich so. Also natürlich ist es super schwer, diese schönen Spielzüge und Sachen, die sie bei Ted Lasso machen, auf einem kleinen Feld zu zeigen, weil es halt einfach viel schneller geht. Aber ich hatte immer den Eindruck, man weiß nicht, wer gerade den Ball hat. Also ja, man sieht schon so, okay, weiß hat oder nicht weiß hat. Und aber ob das jetzt in der Nähe vom Tor ist, ob das knapp ist, ob das gleich reingeht oder nicht. Also es war irgendwie sehr... Ging in der Regel ja nicht rein. Ja, ging, aber es war auch total unklar, warum. Also du hast ganz oft gesehen, jemand schießt, aber man zeigt den Fuß nicht und man sieht den Ball irgendwo hinfliegen. Das war... Oder man sieht den Fuß, wie er schießt und man weiß nicht, wem der Fuß gehört. Also man weiß vielleicht, welcher Mannschaft der Fuß gehört, aber man weiß nicht ja, von genau den fünf sowas. Figuren. Wir kennen die ja, alle fünf, die da auf dem Platz stehen. Es sind ja so kleine Mannschaften. Ist ja nicht wie bei Ted Lasso, wo es auch in diesen 11, 12 Leuten... die da jeweils zum Einsatz kommen, irgendwie dann auch noch so 2 oder 3 Nebenfiguren gibt, die wir zwar mal gesehen haben, aber die eigentlich nicht so wichtig sind. Ja, hier sind es ja alle wichtig. Aber trotzdem, dann siehst du so einen Fuß und dann so, ja, wessen Fuß war das jetzt? Keine Ahnung. Ja, was soll denn? Aber ein paar gute Szenen waren halt auf dem Platz trotzdem dabei, wie dieser Einwechsel-Argentinier, der gut mit dem Runenball ist. Das Ding. Ja, den ruhenden Ball dann bekommt und dann rastet unser Hauptdarsteller komplett aus. Da musste ich wirklich laut lachen in dem Augenblick auf dem Sofa. Das hatte der Film bis zu dem Punkt noch nicht geschafft. Ich hatte auch so ein paar, ich weiß jetzt leider die Szenen nicht mehr, aber auch so ein paar Szenen, wo ich echt laut lachen musste und ja, sehr Das hatte ich nicht. Hat mich ja, nicht intensiv berührt, aber angenehm berührt. Bei mir war es dieser Argentinier, der und die Reaktion von Vinny darauf, da habe ich genau gedacht. Ja. Ja, mich hat der Film schon ganz schön kalt gelassen, muss ich sagen. Da macht er mal kalte Punkte dran. Genau, kocht die Punkte mal kalt ab. Ja, ist halt, also das ist kein super schlechter Film, das nicht. Aber es ist halt nicht mein Film und er ist auch nicht wahnsinnig gut. Also es ist. Der tut halt keinem weh und es ist zu viel Zuckerguss. Ich gebe ganz langweilige 5 Punkte. Oh, da gebe ich schon ein bisschen mehr. Mehr hat er schon. Das sind ja auch Jan-Punkte. Ja, deswegen. Du musst das jetzt nicht immer noch gewinnen. Das ist 120 Folgen her, dass du diese neue Kategorisierung. Wir können doch jede Folge können wir Jan ehren. Hast du sogar nächste Folge. Hast du sogar im Spätfilm gesagt? Ja, und? Ist doch egal. Stimmt, habe ich heute auch gehört. Ja. Nee, also ich gebe 7 Punkte. Ich hatte schon Spaß bei dem Film. Es hat nicht wehgetan. Es hat mir, also mir hat es Freude bereitet, den zuzugucken. Das Problem, was Bob am Anfang beschrieben hatte, mit dem, dass unklar war, was das Problem von ihm war. Also irgendwie hängen wir da so ein bisschen in der Luft. Und
das war das, was mich auch so ein bisschen gestört hat. Man kommt nicht ran. Er hat irgendwie ein Problem, aber es ist nicht ganz klar, warum. Es wird immer mal was angedeutet. Ja, aber mein Gott, wenn man es dann hinten rausgelernt hat, dann geht's, aber naja. Also 7 Punkte von mir, der hat mir schon Spaß gemacht. Und zwar nicht zu viel Fußball. Ich bin da eher näher bei Christoph. Mich hat das auch, naja, nicht kalt gelassen, aber über weite Strecken hat mich der Hauptdarsteller einfach geärgert, also die Hauptfigur geärgert. Und Zuckerguss und alles schon gesagt, 5,5 von mir. Okay. Wird es Zeit für die Droge der Wahl? Ich verabschiede mich kurz und hol die und dann erzähl dir schon mal. Ja, ich habe jetzt eben gerade vor meinem Schnapsregal gestanden und habe mir gedacht, was habe ich denn Italienisches? Was haben die denn in dem Film getrunken? Wahrscheinlich haben sie Wein getrunken zum Essen irgendwie einmal. Ist ja unser Bill Nighy-Figur mit der Ramada, ich weiß nicht, wie sie in diesem Film hieß. Gabriella, essen gegangen. Aber Wein hatte ich jetzt die letzten 2 Abende schon, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Also trinke ich Grappa. Grappa. Nova Vitae. Irgendwas, keine Ahnung, aus dem Trentino. Ein Grappa. Ist auch zu dunkel auch hier drin, um das zu lesen. Habe ich auch in der Hand gehabt. Aber ich habe vorhin Lasagne gegessen und die liegt mir ein bisschen hart im Magen. Würde das doch gut passen. Nee, das denkt man ja immer nur. Klaren Trinken, das beruhigt ja nur den Magen. Eigentlich braucht man Kräuter, wenn man wirklich die Verdauung anregen will. Und deswegen habe ich mir Averna geholt. Und zwar die Don Salvatore Version. Das heißt, mit ein bisschen mehr Alkohol, als der normale Averna hat. Also 35%. Stimmt, sowas hier, so ein Amaro hätte ich bestimmt auch noch irgendwo gehabt. Da hätte ich aber unten im Schrank wühlen müssen. Der Grappa steht oben, den kann man einfacher finden. Der Stefan holt jetzt bestimmt Gina Tonic, oder? Nee. Die Leute mögen Gina. Die Leute mögen Gina. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Gina habe. Vielleicht soll ich dringend mal wieder eine Palette ordern. Eine Palette? Man muss immer genug Gina haben. Mögen das. Das muss palettenweise, muss mit dem Kraten, mit dem Boot geliefert werden. Seitdem ich ja weiß, Gina war doch das aus Artischocken, gell? Ja, genau. Ja, seitdem ich das so lecker finde, mag ich auch wieder Artischocken auf Pizza oder sonst irgendwo. Finde ich ja schon ganz gut. Ja. Ich glaube, Artischocke heißt sogar auf Lateinisch irgendwie Cynarius oder irgendwie sowas. Ich bin ja mehr so Antischocke. Antischocke? Also ich mag die nicht. Wollte ich damit sagen. Pro schlechtes Wortspiel, aber Antischocke. Ja, exakt. Also Stefan, was trinkst du denn? Ich war mit den Kindern bei unserem Obsthof in Griftel. Also im Nachbardorf sozusagen und bin da über ein dort gebrautes Bier gestolpert. Und bei so Sachen kann ich ja ganz schlecht vorbeigehen. Und dann habe ich mir gedacht, es wird ja einem immer eingeredet, in Deutschland gehört Fußball und Bier ja zwangsweise zusammen. Und auch wenn ich das überhaupt nicht verstehen kann, wenn ich mir um 3:30 nachmittags schon 2 Bier reinstürzen würde, da würde ich das Ende vom Spiel und den Tag nicht mehr mitkriegen. Das ist schon irgendwie scheiße. Aber gut, ich trinke jetzt hier Lindenbräu Kriftel Helles. Und ich habe noch einen Pilz oben, das ist so ein ganz mini kleine 03er Flasche. Ich hätte das 03er Flasche, sieht aus wie 015. Aber gut, vielleicht habe ich auch nur große Hände heute. Variieren die bei dir im Tagesverlauf? Ja, ja, ich dachte, wenn ich viel Handstand mache, dann werden die größer, da läuft das Blut rein. Und jetzt wo ich das mit dem Knie habe, laufe ich mehr im Handstand. Naja, das glaubt mir keiner. Jedenfalls trinke ich jetzt das Helle und nachher trinke ich vielleicht noch das Pilz. Mal gucken. Cheers. Cheers. Wenn ich es jetzt aufkriege und einen Öffner finde. Ja, also wir drücken die Daumen, dass du das hinkriegst und moderieren derweil schon bis dahin, genau. Moderieren der zu einem mir unbekannten Film namens Ferdinand, der, glaube ich, an den Christoph geht. Ja. Ferdinand ist ein Kinderanimationsfilm und ich habe. Wie bitte? Nein, über ein Pferd namens Ferdinand. Ich habe den Des. Der war geklaut. Der war geklaut aus Zimmerfrei, ja. Also von diesem Puppenspieler. Der hatte das alte Zirkuspferd Franz Ferdinand. Aha. Das ist lecker. Also das Helle aus Griffel geht. So, jetzt weiß der Christoph. Kommt jetzt keiner hier vorbei wahrscheinlich. Jetzt weiß der Christoph, wie sich das mit meiner Abmoderation immer anfühlt. Kann damit leben. Und zwar habe ich vor. Ich glaube, 2 Folgen ja erzählt, dass ich diese Schach-YouTuberin oder ja, YouTuberin, Influencerin Anna Crumling folge.
ich bin hier mittlerweile auch verfallen. Also, ich folge ihr. So. Die ist halt so sympathisch, gell? Das ist, ja. Macht einfach Spaß. Vor allem, was ich letztes Mal vergessen habe zu sagen, noch in Kombination mit der Antagonistin, so eine russische Schachspielerin, Dina, das ist fast noch besser, weil da hat man halt immer gut und böse. Das ist fantastisch. Hat die einen anderen Kanal oder ist das? Die hat einen eigenen Kanal, aber die taucht auch immer bei Anna auf. Ich sehe im Moment immer nur ihre Mutter auftauchen. Oh, die ist auch so super. Ich liebe Pia Kramling. Ich meine, die spielt halt auch so toll, ne? Und ist auch halt immer so trocken und fantastisch. Aber egal, ich wollte jetzt nicht über die Kramlings wieder reden, sondern die Anna Kramling, die hat ja eine Schacheröffnung erfunden, von der sie dann recherchiert hat, ob die schon mal irgendwo gespielt wurde. Und siehe da, die wurde noch nie gespielt, also nie in einem gelisteten Spiel. Und was ja schon erstaunlich ist, gell, weil das sind ja so, es gibt ja hunderttausende Spiele, die gelistet sind. Und aber es gibt halt diese Milliarden von Züge. Ja, aber Eröffnung gibt's halt, ist halt schon überschaubar eigentlich, was man machen kann, gell? Naja, aber nach, weiß ich nicht, 10 Zügen oder so, bist du halt auch schon 10 hoch, sehr viel. Genau. Und sie hat eben diese eine Eröffnung und die hat sie The Cow genannt und hat sie eben benannt nach diesem Ferdinand. Das ist wohl ein spanisches Kindermärchen oder Kindererzählung. Und ihr Vater ist ja Spanier, ein spanischer Schachspieler, Schachgroßmeister. Und diese Eröffnung ist halt vom Wesen so ähnlich wie dieser Ferdinand. Und das erzählt sie dann auch sehr schön, dass eben diese Eröffnung sieht halt ultra harmlos aus und ultra schwerfällig. Also es sieht aus, als würde man sich dadurch massiv in Nachteil begeben. Und die ist aber so, dass sie einen nicht wirklich in eine schlechte Position bringt, sondern man kann von da dann offensiv losspielen und auch aggressiv spielen. Und lustigerweise wurde die Cow, als sie zum ersten Mal offiziell gespielt wurde, wurde sie gegen Anna Kramling gespielt. Sie hat das Spiel auch verloren. Ups. Sie hat gegen ihre eigene Eröffnung verloren, weil sie sich halt drauf konzentriert hat, wie man die Kuh spielt, aber nicht, wie man gegen sie spielt. Ne? Ah. Es gibt mittlerweile auch wunderbare so Reaktionsvideos von Magnus Carlsen zum Beispiel und von anderen Schachgroßmeistern und auch von ihren Eltern, die sie halt alle scheiße finden. Die Eröffnung oder? Die Eröffnung, ja. Ihre Mutter war noch am Zurückhalten und hat so gemeint, ja, es hat schon seinen Grund, dass es die noch nicht gibt. Ihr Vater war, glaube ich, noch am positivsten, hat auch versprochen, dass er sie spielen wird. Naja, aber sei es drum, die Geschichte über die Entstehung in Verbindung mit dem Ferdinand ist eben die, dieser Ferdinand ist halt ein Stier, der in so einer Stierkampf-Vorbereitungsschule im Endeffekt war und da ausgerissen ist als Kälbchen und jetzt bei einer jungen Familie wohnt und am liebsten auf der Weide liegt und an Blumen schnuppert und also er interessiert sich sehr für Blumen und eben nicht für Gewalt und ist halt so ein ganz geruhsamer, der halt auf der Weide liegt und eines Tages sticht ihn eine Biene und zwar während er auf einer Blumenausstellung in der Stadt ist und da rastet er halt vollkommen aus, weil er halt von dieser Biene gestochen wurde und wütet herum wie verrückt und man wird dann aufmerksam auf ihn und so. Das eben die Analogie zu der Schacheröffnung. Das ist lustig, das haben wir in der Mittelstufe als Schulmusical aufgeführt. Echt? Das ist ja lustig. Ja. Und ich glaube, ich war in dieser Kuh drin. Du bist Ferdinand, das ist ja lustig. Oder? Ich glaube, ja, ich war das hintere Teil von der Kuh. Sehr gut. Sehr lustig. Er gerät dann halt wieder in die Fänge von Stierkampfschule ist jetzt ja ein ausgewachsener Stier und zwar der größte der Schule.
Und ja, es zeichnet sich ab, dass er halt da zum Stierkampf muss. Und die anderen Stiere kapieren halt gar nicht, dass es überhaupt nicht erstrebenswert ist, in die Arena zu kommen. Also die strengen sich halt mordsmäßig an, weil sie halt wissen, wenn sie halt, dass ihre Alternative, und das wird halt auch gezeigt, die Alternative ist halt, dass man ins Schlachthaus kommt. Ne? Also wenn man eben bewiesen hat, dass man es nicht wert ist, in die Arena zu kommen, dann kommt man halt ins Schlachthaus. Und was da abgeht, das ist ihnen schon klar, weil das Schlachthaus halt so in Sichtweite Weite des Hofs so auf dem Berg ist, so ganz düster und so. Deswegen meinte ich vor der Aufnahme auch noch, dass das für eure Kinder wahrscheinlich noch ein bisschen zu hart ist. Also es war auch für unsere Junge, war das schon, also das ist schon heftig. Gell? Die Rosa hat dann schon auch gefragt, so ja, was passiert denn da mit den Kühen? Ja, was sagt man denn da den Kindern? Also, Und ihm wird halt irgendwann klar, was den anderen Stieren noch nicht so klar wird, dass halt in die Arena zu kommen halt auch keine bessere Wahl ist. Die haben halt ein Todesdilemma und versuchen dann halt dem zu entkommen und das wird dann auch sehr dramatisch und so. Der Film ist gut gemacht, ist wirklich berührend, macht Spaß, also ist auch lustig, hat auch lustige Figuren, lustige Szenen, aber ist halt schon düster, ne? Also was die Ausweglosigkeit der Situation dieser Stiere angeht, das ist schon ganz schön hart. Also ich würde sagen, so ab dritte Klasse vielleicht eher erst. Also für Lucius war es machbar, also es war okay, aber es ist schon, wenn man seinen Kindern nicht erklären will, wie das ist mit Schlachtvieh und so, vielleicht noch nicht das Richtige. Aber ein guter Film, gut gemacht, also die Story gut umgesetzt. Alright. Sehr schön. Jetzt, als du das erzählt hast, da kam mir das echt so, warte mal, das hast du doch, also das ist doch, das ist ja lustig, hast du doch mal dabei. Ja. Ja, und dann war nämlich immer diese Biene, die dann über die Bühne gelaufen ist, die hat mir halt irgendwie bei mindestens einer von den Auftritten dann so hart in die Rippen gestochen, dass ich irgendwie 3 Tage lang einen blauen Fleck an der Seite hatte. Ja. Ah ja, nun gut, kommen wir zum nächsten Black Mirror. Die letzte noch ausstehende Folge der 5. Staffel. Dann haben wir alle gesehen. Rachel, Jack and Ashley 2. Ich habe es nicht geschafft, muss ich zugeben. Nicht geschafft, du hast auch keine Lust, gibt's dazu. Ich hatte wirklich, also so. Nee, deine Wille. Ja, und es ist auch nicht das knappe Thema in 45 Minuten durchexerziert, weil es geht eine Stunde 7. Schon wieder. Daher. Ja, und dein übliches Kritikpunkt wäre halt wieder sehr angemessen gewesen. Es ist halt wieder das Gleiche. Echt? Ja, es ist wirklich, ich finde, es ist gut gemacht. Ist natürlich zu lang, klar. Miley Cyrus spielt super, finde ich. Ja, absolut. Aber es ist halt wirklich, also es hat, Miley Cyrus ist halt. Soll ich mal eben zusammenfassen? Oder ja, fass du mal zusammen, genau, okay. Also das ist eine Geschichte über einen Popstar, gespielt von Miley Cyrus, die sehr kontrolliert wird offensichtlich von ihrer Familie, in dem Fall von ihrer Tante, die so ihre Karriere kontrolliert. Und da gibt es natürlich Parallelen zu der echten Miley Cyrus und auch Britney Spears kommt ein bisschen irgendwie einem in den Kopf. Und über eine Parallel lernen wir ein junges Mädel kennen, die irgendwie mit ihren Eltern oder mit ihrem Vater und ihrer Schwester umgezogen ist, an der Highschool irgendwie struggled, Freunde zu finden. Und dann bringt die Ashley, also die Popstar, Miley Cyrus Figur, so eine komische Roboterpuppe auf den Markt. Und unsere Fangirl-Figur, die andere, kauft sich die dann und die hilft ihr so ein bisschen irgendwie, ja, keine Ahnung, hat sie wenigstens mal eine Freundin in dieser Figur. Und dann sehen wir halt, wie diese Kontrollfreak-Tante ihre Kontrolle über den Popstar, ich möchte mal vorsichtig, ohne zu spoilern, sagen, ins Extreme treibt.
Und den dann am Gegenende müssen sich die Wege unserer beiden Figuren da noch kreuzen. Und der Fan trifft den Popstar und muss ihn dann retten. Ich finde, wir müssen da schon ein bisschen spoilern. Okay, dann, ja, haben wir eigentlich bei Black Mirror immer gemacht. Ja, jetzt bin ich hier so vorsichtig drumherum getanzt. Eigentlich können wir da, ja. Weil der Gag, den wir eben jetzt schon wirklich oft hatten, ist halt diese Puppe, die wird halt mit einer Kopie des Ashley-Bewusstseins gefüllt. Das heißt, man kauft diese Puppe und hat dann eben wirklich Ashley, die einen dann halt, keine Ahnung, aber die mit hat einem wie interagieren die kann. Klontruppen von Star Wars, hat die so einen Inhibitor-Chip noch drin, dass sie irgendwie. Genau, die ist gedrosselt im Endeffekt. Genau. Und ist wie die AI heutzutage, die ChatGPT, OpenAI-Dinger, die so Zensierungssicherheitsschranken drin haben, damit sie nicht alles beantworten, was sie eigentlich reden würden, wenn man sie komplett ungebremst lassen würde. Und so ist es hier auch. Die darf halt nur so. Oder Butterflies. Genau. Die darf nur so uplifting stuff sagen. Und die Personality, nee, das ist ein deutsches Wort dafür, ist nicht Personalität, die da eigentlich drin steckt, die ist hart begrenzt sozusagen. Und wenn wie dann unlocked wird, dann kommt ihr wahres Ich raus. Genau. Und die echte Ashley liegt dann irgendwann im Koma. Und, krass. Und die Schwester unserer Protagonistin schafft es, diese Puppe zu entriegeln, sodass dann es halt wieder eine Ashley gibt, das volle Ashley-Bewusstsein, aber halt nicht mehr in dem Menschen, sondern halt jetzt in der Puppe. Und dann gibt es halt einen Konflikt, ja, theoretisch. Und findest du, dass das ein Konflikt ist? Findest du nicht, dass das ein Konflikt ist? Schon irgendwie. Also für die Story jetzt nicht. Ich meine, für die Story nicht. Nee, genau. Ja, wobei, wie die das dann ausagiert, ist ja schon. Naja, gut, aber die wusste ja nicht. Die hat ja sozusagen unabsichtlich das absolut Richtige getan. Ja, genau. Was erstmal sehr falsch aussah. Aber aus der Tatsache, dass es ihre eigene Persönlichkeit ist, dass diese Puppe nicht irgendwie die Evil Version ist oder so, sondern dass es wirklich eine Kopie ihrer Persönlichkeit ist und sagt, ich wüsste, was ich jetzt wollte, nämlich die Apparate ausmachen, fand ich das absolut nachvollziehbar. Ja, das stimmt schon. Ja. Weil ich meine, die Fangirls hätten es nicht gemacht, die Tante hätte es nicht gemacht, niemand hätte es gemacht. Aber es ist ja offensichtlich der Wille dieser darin gefangenen Persönlichkeit zu sagen, ich will diese Apparate-Medizin nicht. Und dann geht sie hin und zieht den Stecker raus. Und ich fand ich überhaupt nicht problematisch jetzt in dem Sinne. Wenn man wirklich annimmt, dass die Kopie dieses Bewusstseins in dieser Puppe wirklich sozusagen fehlerfrei kopiert ist und das wirklich ihre Personality abbildet. Und so. Na gut, aber es stellt ja auch die Frage, inwieweit es dann, also ob zu dem Zeitpunkt, wo die beiden getrennt werden, da sind das ja dann nicht mehr eine, werden das ja zwei. Und diese Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich würde das nicht wollen, ja, das ist das, was sie sagen kann, aber sie kann nicht sagen, ich will das nicht, weil sie schaut der anderen halt nicht mehr in den Kopf rein. Also ist halt wirklich. Ja gut, das gilt aber immer für so, wenn ich jetzt meine Frau frage, würdest du eigentlich abgeschaltet werden wollen? Und sie schreibt keine schriftliche Verfügung, sondern sagt mir, ja, übrigens, ich möchte abgeschaltet werden. Und dann reden wir da 2 Jahre nicht mehr drüber. Klar. Und dann passiert sowas möglicherweise. Und ich erinnere mich an dieses Gespräch und sage, okay, ich muss das jetzt entscheiden, weil es keine Verfügung gibt. Und ich erinnere mich an dieses Gespräch und sage jetzt, dann ist das doch die gleiche Situation. Ne? Dann habe ich ein altes Wissen, ob die dann ihre Meinung nochmal geändert hat und es mir nur nicht erzählt hat, weil sich die Situation nicht ergab. Dass man da nochmal drüber spricht. Ja, sie ist sicher die Beste, die das entscheiden kann, das ist klar, weil sie war ja diese Person wenigstens mal. Genau. Aber sie ist es halt nicht mehr. Übrigens habe tatsächlich ich das gerade vor 2 Wochen gemacht mit meiner Frau, so eine Patientenverfügung zu Dingsen. Wir kommen jetzt in das Alter. Ich wollte es auch gerade sagen, es ist so wichtig, dass man das macht. da sind wir gerade dran. Ja, meine Eltern haben das vor 8 Jahren gemacht. Vor 3 Jahren wussten wir dann, was wir zu tun haben. Also das ist schon, das ist schon krass dann. Also wenn man einfach mal, also es ist total unangenehm. Ich habe heute zum Beispiel Organspende ausgefüllt da auf dieser Webseite. Oh, das habe ich schon ganz lang.
Ja, ein Ausweis, aber du kannst jetzt dich auf so einer Webseite eintragen vom Bundesamt für irgendwas, im Organspenderegister sozusagen. Ah, okay. Ja, dann ist halt für... Fällen gerade nur schlechte Witze ein, wie dieses Bundesamt heißen könnte. Ich lasse es jetzt. Repo Man. Ja, da haben wir genug Filme gesehen, wie das funktioniert. Nee, aber dann ist halt einfach für alle klar, so das will ich. Und natürlich kann man das auch mit, oder habe ich es auch dann im Anschluss noch mit meiner Frau besprochen, aber es war so, ja, ich weiß, was du da ausfüllst. Ich fülle das Gleiche aus. So, okay, gut. Ausnehmen, alles raus und der Rest in die Erde. Okay. Ja, aber eben auch der Punkt, so inwieweit... das kann ja dann auch kollidieren, dass man sagt, man will diese und diese lebensverlängernden Maßnahmen nicht haben, wenn es eben keine Aussicht auf Besserung gibt. Und das kann ja dann kollidieren damit zu sagen, ja, ich will aber lebensverlängernde Maßnahmen, die nichts bringen, wenn die dem Zweck dienen, dass halt Organe besser entnommen werden können oder halt ja, im Endeffekt. Das ist dann wieder schwierig, genau. Genau, das ist dann, ja, da muss man, das muss man sehr konkret aufschreiben. Ja. Ja, und es ist besser, sowas selber aufzuschreiben. Ja, klar. Und nicht jemanden, der in so einer Schocksituation ist, so, okay, die Frage ist jetzt so und so, entscheid mal. Kann man nicht entscheiden, entscheidet sich dann falsch und dann denkst du so, shit, der hätte es anders gewollt. Ja, aber wir wollten ja über Filme reden. Aber wir reden auch über solche wichtigen Themen. Ja, stimmt schon. Ja, nee, es ist ein wichtiges Thema, es ist halt wirklich. Ja, ja, auch, zum Beispiel auch Sache, diese ganzen, wie nennt sich das, nicht Vormundschaft, sondern, ich weiß es nicht, so diejenigen, die sich da um alles kümmern und so, gell? Also im Endeffekt, wenn man die Frau da benennt, dass man da eben eventuell nicht nur eine Person benennt, sondern eben mehrere, weil man weiß ja nicht, was passiert. Erstens weiß man nicht, wann das eintreten wird und ja. Gut, du kannst ob ja immer wieder ändern. Und so. Ja, du kannst ja immer wieder ändern. Klar. Ja. Gut, mal ganz kurz zurückzukommen zu der Serie. Ich finde, wir haben das jetzt ein bisschen nicht ganz so dargestellt, wie, also zumindest ist es mein Empfinden bei dieser Folge. Es geht eigentlich nicht um dieses, schalte ich jetzt die Apparate ab oder so. Das ist ein Aspekt, der kommt da mal ganz kurz, aber ja. Das Hauptsächliche, was mir dieser Film erzählt hat, ist im Wesentlichen die Frage, wie ist das mit so Pop-Karrieren und wie viel Einfluss haben am Anfang vielleicht wohlmeinende Familienmitglieder wie Eltern oder Tanten oder irgendwas, die so als Manager ihrer Teenie-Stars auftreten und dann kippt es irgendwann und werden das so ganz dämonische, die Karriere und die künstlerische Leistungsfähigkeit dieses Jungstars einfach nur noch ausbeuten und den allerletzten Euro, Cent und Dollar da rauspressen. Und wenn das junge Ding nicht mehr funktioniert, dann wird es gefügig gemacht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln der Psychoterror und Pharmakologie, um quasi das nächste Album und das nächste Geld sozusagen da rauszupressen. Und solche Beispiele, ich bin jetzt über das Leben da von Miley Cyrus nicht so informiert, aber von die Wandlung von Hannah Montana auf dem Wrecking Ball zu sitzen, war ja durchaus auch krass und bei Britney Spears ist es ja dann in Gerichtsprozessen und Vormundschaften und weiß nicht was alles geendet. Also ich glaube, darum will das ja hier eigentlich gehen, ne? Was ich dabei nicht so richtig verstanden habe, ist die Story, warum musste ich jetzt das Teenie-Mädel da noch beim sich blamieren auf der Schulvorstellung, das hat der Sache irgendwie für mich nichts hinzugefügt. Das war so dran geschraubter Unfug, den man hätte weglassen können. Aber das ist für eine Geschichte für sich, aber die passt, die gehört irgendwie nicht da dazu, fand ich. Weiß nicht, wie ging dir das? Ist ja also die Sache mit dem im Endeffekt ja missbräuchlichen Verhalten gegenüber den Jungstars ist natürlich super aktuell. Wir haben letzte Woche gerade diesen PDD Skandal oder ja, wie soll man es nennen? Veröffentlichung erlebt, was ja krasse Wellen schlägt seitdem, wo man ja eigentlich jetzt nichts mehr weiß, was, also klar, dass das halt absolut krass ist, ja klar, aber
welchen Ausmaß. Das ist ja nicht dasselbe. Also ich meine, der Typ doch, hat auch. Das hat doch, doch, zum ja. Teil schon. Also echt? Wenn man Justin Bieber anschaut, der ja da praktisch in diesen, ja, in dieser Maschinerie im Endeffekt ja auch gezwungen wurde zu funktionieren. Oder auch Rihanna ja auch. Also kommt jetzt, wird jetzt veröffentlicht, wie Rihanna in ihren Vertrag gezwungen wurde von Jay-Z, glaube ich, oder? Oder von Diddy, ich weiß jetzt nicht mehr. Da bin ich jetzt nicht so tief eingestiegen. Das da bin ich auch irgendwie. Also, war jetzt noch auf dem Stand, dass er da irgendwie der Sex-Pervert ist. Genau, das auch, ja klar. Also Justin Bieber ist da wahrscheinlich auch missbraucht worden und so, klar. Aber es ist halt nicht nur das. Es ist halt sehr viel größer. Diese Sache ist ja so abartig groß. Aber grundsätzlich gebe ich dir vollkommen recht, das ist bei dieser Geschichte sind Dinge miterzählt worden, wo man sich auch fragt, warum? Warum wird mir das jetzt gezeigt? Genauso auch, gut, ich bin, das ist halt auch nicht mein Sweet Spot, aber was soll diese blödsinnige Verfolgungsjagd am Ende? Warum dieses Thema mit dem, sie kann nicht Auto fahren und muss jetzt dieses Auto fahren? Ja, ich sehe schon. Es macht es halt irgendwie spannend auf irgendeine Weise, aber hat mit der Story halt nichts zu tun. Also ja, aber warum muss es so ein weirdo Redneck-Vater sein, der irgendwie erst so rüberkommt, als wäre voll der Hillbilly, der da irgendwie quasi seine Töchter in so ein Social Awkwardness abseits stellt, der Vater von den beiden Mädels, und dann stellt sich raus, der ist voll der Brain-Technician, der irgendwie so super Computer Auslese, Gehirnauslese, Maschinen an Mäusegehirne anschließt und denkst dir so, okay, also eben wirkte er noch, als würde er irgendwie Bäume fällen beruflich machen oder sowas und ist halt so der Redneck-Papa. Ja, nee, halt zwei Töchter. Hier Schadnager. Ja, ja, das genau, das kriegt man dann raus, das, aber weißt du, wie er mit dem Auto vorfährt. Ja, kann man ja auch auf andere Weise betreiben als so wie der das macht, gell? Ja, genau. Und dann aber auch dieser Bart und weißt du, so im ersten Augenblick wirkt der ja so biertrinkender Redneck-Typ. Und im nächsten Augenblick sitzt er da in seinem Keller mit absoluten Hightech und irgendwelchen Computern und macht irgendwelche Brainscans und so. Und dann denkst du so, warte mal, das passt doch alles nicht zusammen. Wieso fährt er dieses alberne Auto? Wieso bringt er seine Töchter in diese Situation? Warum muss ich das noch mit der toten Mutter alles erklärt kriegen? Warum ist das genau. Alles? Ja. Da ist so viel dran alles geschraubt viel an diese Geschichte, was da nicht hingehört. Das ist nicht diese Geschichte um Miley Cyrus, die uns da eigentlich erzählt wird. Ja. Da bin ich ein bisschen froh, dass ich das nicht geguckt habe. Da hätte ich mich doch wieder nur geärgert. Das hättest du richtig gemacht. Also. Ach ja. Naja, ich saß da auf meinem Sofa und dachte, komm, jetzt komm nochmal zum Punkt. Jetzt ist ja diese Folge vorbei. Das hat mich auch, es zog sich so. Ja, weil es eigentlich so schon Potenzial hat, gerade was die Schauspieler angeht und so. Aber ja, ich weiß auch nicht, es ist halt wirklich totgelatschtes Thema, muss man wirklich sagen. Jetzt nervt sogar mich langsam. Aber wir sind jetzt auch durch, also von daher. Okay. Ja, aber es kommen ja neue Staffeln, kommt doch, oder? Soll nicht. Ja, ja, und ich habe die Woche gerade was gehört, dass er schon was zum Inhalt der kommenden Staffel gesagt hat. Es wird keine Horrorfolge wieder geben. Mal gucken. Ja gut, es war ja bei der letzten Staffel, war es ja so, es sind ja Folgen drin, die eigentlich gar nichts mehr mit Technik oder irgendwas Science-Fiction zu tun haben, sondern einfach nur so Horror-Stories. Und da waren so ganz seltsame Horror-Stories dabei. Ja. Ah ja, gut. Dann wollen wir nochmal schauen. Ich bin froh, dass wir jetzt ein bisschen Pause haben davon. Ja, also ja, nee, sowas braucht keiner. Es wiederholt sich halt dann irgendwann. Ach nee, sowas will keiner. Mist, jetzt habe ich meine ganze Überleitung kaputt gemacht. Ja, so wollte gerade sagen, dass die Überleitung jetzt von alleine. Jetzt habe auch ich es gemerkt. Dann Christoph, du hast am Montag oder am Sonntag so beiläufig gesagt, ach, ich schaue übrigens Nobody Wants This, aber schaut ihr erstmal bitte alles andere. Und dann habe ich mir das kurz angeschaut und dachte mir so, das könnte eigentlich was für mich sein. Mhm. Und dann habe ich kurz reingeschaut und hatte irgendwie drei Folgen direkt weggeschaut, bevor ich gedacht habe, ach, das gefällt mir gut. Und habe dann gestern, das war am Montag, heute ist Mittwoch, genau, und habe dann gestern die restlichen fünf geschaut und bin jetzt auch wieder. Dann auch sehr kurz. Das oder nee, die restlichen sieben. Es waren 10 Folgen, genau. Ja, 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 stimmt. Drei hatte ich,
Und ja. Willst du kurz erzählen, worum es ging bei Nobody Wants This auf Netflix? Ja, wir haben eine Protagonistin, gespielt von Kristen Bell, also Veronica Mars, die halt wieder Veronica Mars spielt, wie immer. Und die macht mit ihrer Schwester zusammen einen Podcast, so ein Laber-Sex-Podcast, wie das halt viele junge Frauen machen. Und die lernt einen jungen Mann kennen, den sie ganz toll findet und sich direkt verliebt. Und der ist ein Rabbi und wird gespielt von diesem lockigen Typ aus OC California, den im Endeffekt auch der Protagonisten. Ich weiß den Namen nicht. Brody? Andy Brody oder sowas? Ja, genau. Und ja, und die Serie ist dann die Liebesgeschichte dieser beiden. Das Problem ist, dass Adam sie Brody keine Jüdin ist. Und er halt Rabbi und irgendwie da auch Karriere machen will, Oberrabbi werden will, was ziemlich schwierig ist, wenn er keine jüdische Frau hat. Also da wird ihm auch Druck gemacht von der Gemeinde und von seiner Familie. Und ja, wir begleiten so die deren Liebesgeschichte. Er ist halt so ein ganz ruhiger, entspannter, angenehmer und sie ist halt so ein bisschen neurotisch und bisschen aufgescheuchtes Hühnchen. Bisschen aufgescheucht, genau. Ja. Aber es war so nett irgendwie. Es ist genau, es ist so beschwingt. Einfach total entspannt, sehr lustig, den beiden zuzuschauen. Gar nicht mal nur den beiden. Ich fand eigentlich fast noch interessanter, fand ich die Nebengeschichte von ihrer Schwester und seinem Bruder. Weil die ist nur so ganz dezent eingewoben, dass immer nur pro Folge so vielleicht 3 Minuten oder nicht mal so, nur so angedeutet. So cool. Und eben, man merkt, da ist irgendwas und da wird was entstehen, aber sie machen es halt nicht so, dass die jetzt innerhalb von einer Folge im Bett landen. Er ist auch in so einer etwas dysfunktionalen Ehe. Sie ist total langweilig, sie ist total öde, deswegen habe ich sie geheiratet. Aha, okay. Und die ist aber nicht öde, sondern die ist brutal und rücksichtslos eigentlich, aber, und naja. Komm jetzt her, steig ein. Okay, ich muss gehen, tschüss. Und wie sich da eben diese Beziehung zwischen ihm und dieser Schwester von unserer Protagonistin eben entwickelt, eine Freundschaft im Endeffekt erstmal jetzt, aber ich denke, da wird schon in der zweiten Staffel wird schon irgendwas passieren. Gibt's eine zweite? Weiß ich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Das finde ich sehr, hat mir viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ich finde überhaupt die Schwester interessanter. Weil unsere Veronica Mars Figur, die ist halt, ja, Veronica Mars in alt. Was ich halt ein bisschen problematisch finde, weil die Stärke von Veronica Mars oder von Kristen Bell in allen Rollen im Endeffekt, ist halt, dass die halt sowas Mädchenhaftes hat. Und jetzt hat sie halt sowas Mädchenhaftes mit, weiß nicht, Ende 30 oder, ja, 38 ist die, glaube ich. Mhm. Das ist irgendwie komisch uncanny. Also so richtig passt es eigentlich nicht mehr. Und ist dann halt auch anstrengend. Ich meine, sie soll ja auch anstrengend sein. Sie ist ja auch die diese Beziehung irgendwie belastet. Aber aber trotzdem macht es Spaß. Also. Aber diese ruhige Art von ihm, das fand ich beeindruckend. Ja, also wie die das hingeschrieben haben, ich kann mir kaum Menschen vorstellen, die das so entspannt schaffen. Also da explodiert ja um ihn herum quasi die ganze Welt. Und er so, ja, das kriegen wir schon hin. Wir finden da eine Lösung. Ich fand das Ende, wenn man den letzten Schluss einfach weggelassen hätte oder es offen gelassen hätte oder irgendwas. Ja gut, so ein bisschen offen ist es ja, gell? Weil sie fragen ja auch ja so, wie soll das gehen? Und er sagt, ja, weiß jetzt auch nicht so genau. Ja, aber eigentlich hat er sich für sie und gegen die Kirche entschieden, nicht Kirche, gegen den Tempel entschieden. Ja. Und wenn sie das weggelassen hätten und es einfach so, ja, nee, ist nicht. Also ich habe mir die ganze Zeit gewünscht, als es so drohte, lass gut. Und dann, als es passiert ist, dachte ich mir, anders wäre besser gewesen.
Ja, es ist halt schon eine Liebesgeschichte, die halt ja, bis zum bitteren Happy End geht. Also wird schön rund abgebunden. Nee, ja, und auch die Feierlichkeiten und die kleinen Sachen übers Judentum. Also ich kenne mich da echt überhaupt nicht aus. Du kennst dich aber immer noch besser aus als sie. Weil das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen gestört. Die weiß ja nichts. Also sie hat ja noch nicht mal vom Sabbat was gehört oder so. Ja, also Sabbat hätte man schon kennen können. Aber das war echt schlimm. Oder die wusste nicht, dass Prosciutto aus Schweinefleisch ist. Also manchmal wurden ihr halt Dinge reingelegt, wo ich mir dachte, so dumm kann sie halt nicht sein. Also das ist... Aber das hätte ich... Also ich weiß nicht, ob ich das gewusst hätte, dass das nicht gegessen wird im Jüdischen. Echt? Ich folge auf Insta so einem Typen, der macht sowas wie Chatroulette und fragt immer Leute Fragen. Meistens fragt er Amerikaner so Wissensfragen. Und einmal hat er gefragt, wo Schokoladenmilch herkommt. Und 80% der Leute, die er gefragt hat, haben braune Kühe geantwortet. Also, wow. Von daher, es gibt so Leute. Eieiei. Ja, vielleicht, ja, vielleicht habe ich da den Glauben an die Menschheit noch nicht genug verloren, das kann sein. Aber also zum Teil fand ich, ja, und woran ich mich schon ein bisschen gerieben habe, ist halt diese Darstellung von Podcasts. Das ist halt leider realistisch, ist viel realistischer als Only Murders in the Building, weil es gibt halt diese Podcasts von zwei junge Frauen, die über Sex reden und es dann halt möglichst meistbietend irgendwie versilbern in irgendeiner Form. Okay. Und darum geht es ja hier auch schon mit ziemlich primär, wie die halt versuchen, das Ding zu monetarisieren. Und das finde ich halt sehr unangenehm, weil das ist halt nicht meine Vorstellung von Podcasts, aber es ist halt die Realität. Also. Ja, gut. Aber wie sie gepodcastet haben, jeder hatte ein Mikrofon mit einem Kabel dran, die haben auf der Couch rumgelümmelt, haben mit diesem Kabel die ganze Zeit die Couch ausgepeitscht gefühlt, haben das rumbewegt, haben mal vorne ins Mikro gesprochen, mal haben sie von hier drüben gesprochen, dann lagen sie wieder unter dem Mikrofon, dann haben sie von hier unten geredet, dann haben sie wieder näher dran geredet, dann war deren Mutter, dann hat deren Mutter mitgeredet, die halt an den Ende vom Raum, das mache ich jetzt nicht vor, stand und, aber sie war halt ganz normal auf der Tonspur drauf. Also, man konnte es alles gut hören. Ja, das ist realistisch, das stimmt. Ja. Die haben alle Auphonic und AI und so, das macht das alles wieder schick. Auphonic gibt es nur in Deutschland. Aber ich glaube, also gibt es überall. Schon, da ist schon auch ein wahrer Kern drin, nämlich, dass einfach Podcast-Formate, die, wo nicht wahnsinnig viel Professionalität drin ist, sondern die aus anderen Gründen in irgendeiner Form erfolgreich sind, dann halt versilbert werden, ja? Also das hat schon einen wahren Kern. Naja, aber gut, dann wären schon die Profis gekommen, hätten mal gesagt, hier, mach das mal richtig. Und das komm ja jetzt. Aufnahmegerät, was sie auf dem Tisch liegen haben, das war ein H6, glaube ich. Ja, aber das war schon gut. Ja. Also da hatten sie schon das Richtige, nur das Mikrofon und die Mikrofondisziplin. Also es sieht halt cooler aus, wenn die da sich auf die Couch schlümmeln und das Mikrofon immer unter und neben ihren Mund halten können. Das ist einfach fürs Bild, glaube ich, besser. Anstatt, wenn sie da, weiß ich nicht, einen Popschutz eigentlich die ganze Zeit vorm Gesicht haben und man die nicht richtig sieht und die, wenn die sich angucken, auch nur so halb vom Mikro hängen und so. Verstehe ich alles. Aber wenn man sich ein bisschen damit befasst hat, denkt man sich, das klingt nicht schön, das klingt nicht schön. Nee, ja. Ja, aber also da war ich schon ein bisschen getriggert, muss ich sagen, was diese ganze Podcast-Sache angeht. Also ich schaue nicht so wahnsinnig gerne so Serien und Filme, wo Protagonisten Podcaster sind, weil das meistens mich da irgendwas stört. Na? Ja, naja. Also mittlerweile ist das ja viel normaler. Ich fand das, als es noch nicht so bekannt war mit dem Podcasten, dass irgendwie jeder Depp und seinen Hunden einen Podcast hatte, fand ich das schön, wenn das mal... Jetzt. Ja, jetzt ist es ja so. Jetzt hat er wirklich, also wer nicht schon mal in einem Podcast war, der hat nicht, nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber ist ja wirklich... Der ist auf jeden Fall nicht prominent. Das heißt nicht, dass alle, die podcasten, prominent sind, aber alle Prominenten sind in Podcasts. Ja, genau, das stimmt. Ich glaube, das kann man mit Fug und Recht so behaupten, ja. Ja. Irgendwo sind die sicherlich alle mal aufgetaucht und durften irgendwelche schlauen Sachen sagen oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja. Nee, das, ja, gut. Ist halt die Frage, wenn jemand mal es schafft, eine spannende Geschichte zu erzählen, wo auch der Podcast zentraler Punkt sein kann. Ja, hier war es ja nur so, dass er zuhören konnte und irgendwie was darüber erfahren hat, was sie, wie ihr Leben so ist. Ja, aber ein Film über ein anderes Medium, über ein anderes Unterhaltungsmedium, das ist halt immer schon per se nicht so ganz einfach, gell? Ja. Also klar, sowas gibt's, ja, Radio Rock Revolution ist ja im Endeffekt auch sowas, aber auch da war das Radiosenden stand nicht im Vordergrund dessen, was gezeigt wurde, darum ging's halt eigentlich kaum. Und ja, Podcasting ist halt nicht so telegen. Vielleicht sollte unser Leben mal verfilmt werden. Unser Podcast? Nein. Sicher. Glaube nicht. Mhm. Das wird sicher super. Ja, ja, ganz super. Wer soll dich denn spielen? Komm jetzt. Oh ja, wer spielt dich? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hier dieser Spider-Man, dieser Junge? Tom Holland. Tom Holland, genau. Ich glaube, ich werde von Tom Holland gespielt. Aber er muss sich noch ein bisschen was anfressen. Wer heißt denn Tom? Ist Holländer? Nee, Tom Holland. Nee, Holland. Tom Holländer ist irgendwer anderes. Tom Holland. Genau. Und von wem Tom bist du Holländer gibt es auch, aber der heißt, da gibt es einen sehr schönen Auftritt in irgendeiner dieser amerikanischen Late-Night-Shows, wo Tom Holländer, der 1967 geboren ist und demzufolge überhaupt nicht mit Tom Holland verwechselt werden kann, darüber redet, wie er ständig mit dem verwechselt wird, wenn er irgendwo ein Hotelzimmer bucht oder so, dann denken immer alle, da kommt jetzt der andere und dann kommt er und möchte das Hotelzimmer haben und dann stimmt das alles nicht. Das fiel mir gerade neu. Und ich glaube, ich möchte mal korrigieren, ich möchte von Marky Mark gespielt werden. Warum das denn? Er muss dann so reden wie ich. Also man muss ihm halt das Drehbuch so machen, wie ich spreche. Das stelle ich mir lustig vor. Okay. Von wem möchtest du gespielt werden, Bob? Von Ben Foster natürlich. Naheliegend. Aber der ist halt zu alt. Du musst dir irgendeinen Jüngeren, obwohl Marky Mark ist ja auch älter. Ja, wieso ist denn Ben Foster zu alt? Der ist wahrscheinlich jünger als ich. Echt? Würde ich mal fast vermuten. Ben Foster ist 1980 geboren. Er ist sehr wohl jünger. Ach, das gibt's ja nicht. Uff. Stefan, wer spielt dich? So wie ich Schauspieler kennen würde. Hier, der in Game of Thrones mitgespielt hat, dieser Musiker. Wie heißt der? Er braucht irgend so einen Wikinger, so einen rothaarigen. Ja, genau, der ist doch rothaarig. Ja. Ach, wie heißt der? Der war auch bei diesem Yesterday-Film dabei. Ja, genau. Verdammt, wie heißt denn der? Einer der bekanntesten Sänger der Welt. Ja, genau. Nur Game of Thrones und Yesterday. Ach hier, Ed Sheeran meinst du? Ja, genau. Ed Sheeran, ja, das ist fantastisch. Ed Sheeran muss noch ein paar Kilo zulegen und dann Vielleicht braucht er einen Bartwuchs. Das könnte sein. Das könnte auch sein. Das wird sonst zum Entenfuß für ihn, ja. Ah, ja. Ja, als du angefangen hast mit dem Podcast, hattest du ja noch keinen Bart, oder? Nee. Das stimmt, ja. So lange podcasten wir schon. Ja. Gut, nachdem wir das jetzt auch noch öffentlich gemacht haben, dass unsere geheimen Träume sind, wer uns hier spielen soll. Also Gott, das wird so peinlich. Können wir das rausschneiden? Das ist sehr schön, mir gefällt das sehr gut. Podcast-Gold. Fantastisch. Hat irgendjemand noch einen Plan, wie diese Sendung weitergeht? Ja, ich hab noch ein wunderbares Thema für dich. Der Christoph kann Bier holen gehen. Ah nee, ich wollte Bier holen gehen, so ein Mist. Ich war am Wochenende in Lahnstein. Der wunderbaren klingt Stadt. Noch nicht so spektakulär. Neben Koblenz. Beim Blues Festival. Ach, noch Blues. Viel besser. Oh Gott, da bin ich nicht traurig genug für. Ah, es war grandios. Wir waren vor zwei Jahren, war ich mit meiner Tante schon mal da. Da hat uns, also sind wir hingegangen. Erste Band fanden wir grandios. Danach kamen zwei Typen, die so, ja, irgendwie seltsam waren. Wir haben es nicht richtig verstanden. Und dann kam noch so eine All-Star-Band, also hier Lahnstein Blues All-Stars, wo die halt einfach einen Blues-Musiker beauftragen, eine Band zusammenzustellen und ihm halt irgendwie ein paar Leute noch dazugeben und dann proben die da irgendwie ein paar Stücke und spielen dann. Und unser Gefühl war, es wurde über den Abend hinweg schon immer schwächer. Und wir haben uns echt gequält, weil wir da irgendwie 4 Stunden saßen von 19 bis 11 Uhr. Es zog sich und da haben wir schon gesagt so, boah, wenn das hinten raus jetzt wieder so doof wird, dann gehen wir. Ja, dann sind wir ehrlich zueinander, mich nervt gerade, wollen wir gehen? Ja, mich nervt auch, gehen wir oder eben nicht. Und diesmal war es halt so, es fing an mit einer Band aus England, relativ jung,
wo zwei Musiker sich zusammengetan haben, die sonst auch Einzelmusik gemacht haben und dann da jetzt so eine neue Bluesband geformt haben. Die waren richtig gut. Spoiler, am Ende vom Abend war das die schwächste Band. Es war richtig cool. Es fing mit einer guten Band an und wurde danach immer besser. Danach hatten sie Mina Richman, die Connolly Hayes hießen übrigens die Ersten. Die Ersten hießen genau Connolly Hayes. Mina Richman ist eine Deutsch-Iranerin, die ein Lied geschrieben hat zum Thema, was da in Iran passiert ist, als die, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, von dieser Sittenpolizei ermordet worden ist und so weiter. Und das Lied hat sie gesagt, das spiele ich auf jedem Konzert, bis diese Regierung weg ist. Und hat es dann auch gespielt und sie hat sich halt selber auf der Ukulele begleitet. Cool. Also, und die hat auch hinterher noch ein paar Stücke gespielt, wo zwar dann ihre Band mit dabei war und sie aber auch Ukulele dazu gespielt haben. Das war irgendwie schon sehr cool, wenn dann plötzlich dieses kleine, von uns geliebte Instrument mit auf der Bühne auftaucht. Das war richtig schön. Dann gab es den Blues Louis, das ist immer so eine Ehrung für einen Blues-Musiker. Da haben sie Colin Hutchinson, einen Bassspieler, geehrt. Da hat jemand eine Laudatio gehalten, der irgendwie Professor für irgendwas ist und gefühlt sich nicht vorbereitet hat, einfach nur dumm rumgelabert. Das hat so genervt. Aber der Preisträger hat gesagt, nee, er möchte nichts sagen, aber er wird einfach ein Lied spielen. Und dann hat er sich da hingesetzt und hat seinen Bass sich bringen lassen. Also er ist auch nicht mehr ganz der Jüngste. Und dann kam noch ein Blues-Gitarrist auf die Bühne, Frank Dietz, wohl einer der ganz großen deutschen Blues-Gitarristen. Und die beiden haben halt irgendwie schon über 1000 Konzerte zusammengespielt. Die haben sich irgendwo mal kennengelernt, als sie mit zusammengespielt haben und einfach gemerkt haben, wir können einfach 1,5 Stunden Musik zusammen machen, ohne uns vorab zu sprechen, und es läuft einfach. Und dann haben die sich halt auf die Bühne gesetzt, also der Preisträger, der ist selber gelaufen, der andere mit Stock und Gitarre hinterher und noch zwei Leute drumrum, dem fällt das schon echt schwer, der hat gesagt, nee, das ist einfach das Alter, das hat nichts mit Drogen zu tun. Weil er war schon 78, so alt ist er noch nicht, aber also so naja, mega alt noch nicht. Aber keine Ahnung, wenn du da schon richtig gelebt hast. 78 ist schon ganz schön alt. Ja. Aber er ist nicht irgendwie 94 oder so. Nee, das nicht, aber er bewegte sich ein bisschen wie ein 94-Jähriger. Aber die haben dann halt einfach zusammen ein Stück gespielt, es war einfach so geil. Gerade Frank Dietz tauchte dann später auch nochmal auf, danach kam nämlich diese All-Star-Band, die diesmal richtig gut war, die wurde aber geleitet von dem einen Typen, wo wir vor 2 Jahren gesagt haben, so, der ist ein bisschen seltsam, ich weiß nicht, also den haben wir einfach nicht verstanden. Und diesmal hat er halt diese Band zusammengestellt und es war richtig, richtig gut, unter anderem eben auch Frank Dietz, der dann ein Gitarrensolo gespielt hat und quasi irgendwie 3 Töne benutzt hat. Und ist trotzdem so gut gemacht. Absolut schrecklich. Ja, das ist überhaupt nicht, Christoph, das ist überhaupt nichts für dich. Du brauchst möglichst viel Gitarrengewichse, das ist klar. Aber hier ist jemand, gar nicht wahr. Der spielt halt 3 Töne, macht eine Pause, spielt nochmal 3 Töne, spielt den einen Ton 4-mal hintereinander und es passt halt einfach. Es ist so gut, es ist so rund, es ist so Gänsehaut, es ist so Blues. Grandios war das. Und dann haben dann natürlich da nur hervorragende Musiker auf der Bühne waren, haben die dann auch so Solo-Duette, Duells gespielt. Der eine fängt an, dann spielt der andere und so weiter. Ah, es war grandios. Sie hatten eine Sängerin dabei, Mena Mulugeta, die auch mal bei The Voice oder sowas mitgemacht hat. Und die dann ein äthiopisches Lied gesungen hat und trotzdem von eine Blues-Instrumentierung begleitet wurde. Also sie singt auf einer fremden Sprache, die,
also wo wir noch nicht mal so ein Sprachgefühl für haben. Und er schafft es halt trotzdem, sie auf seiner E-Gitarre so zu begleiten, dass das rund wird. Und abschließend kam dann noch 10 Years After, die ja, glaube ich, schon bevor wir auf die Welt gekommen sind, sich zum ersten Mal aufgelöst haben. Und ja, die haben wie heißt dieses Riesenkonzert in Amerika, was so unter Wasser stand? Woodstock, genau. Ich wollte Waterworld sagen, aber das war es nicht. Die haben halt in Woodstock schon gespielt. Und da ist jetzt seit 2014 Colin Hutchinson, der Preisträger, Bassist. Die haben einen relativ jungen Sänger. Und Schlagzeug und Keyboard ist halt noch alt. Und die haben dann halt nochmal richtig Gas gegeben. Also es war dann rockiger, aber eben auch mit vielen, vielen Soli. Und wirklich, jeder hatte mal so seinen Moment. Irgendwann ist die komplette Band von der Bühne gegangen und der Schlagzeuger hatte halt seine 10 Minuten, wo er einfach mal auf dem Drumset hart durchdrehen konnte. Das war grandios. Und eben auch Bass-Solo, weil Bass-Solo hörst du ja schon eher selten. Aber wenn sie da hier jemanden haben, der eben für sein Bassspiel ausgezeichnet wird und von vielen, vielen, vielen Künstlern angefragt. Also wenn du den jetzt mal nachgoogelst, da ist irgendwie... Das ist so lustig, da stehen so Namen, also der hat für Whitesnake gespielt, Spencer Davis, Mick Jagger und dann aber liest du plötzlich als nächste Namen Konstantin Wecker und Peter Maffay. Genau, und bei Konstantin Wecker hat er den Frank Dietz kennengelernt. Ja. Und dann Chris Rea und so, also das sind schon... Ja, genau. Brian Auger. Ja. Ah ja, genau. Das ist schon, ja, krasser Typ, also... Sehr lustige, meandernde Karriere. Ja, also grandioses Konzert, ich glaube, wir sind um 22:45 dort raus, also fast eine Stunde länger als im letzten Jahr und so eine halbe Stunde oder so hätten wir schon noch zuhören können, das war wirklich geil, super Stimmung. Alle hatten richtig Bock drauf. Ich bin mal wieder als Jüngling durchgegangen. Jetzt auch auf dem Weg zu 50, aber ja, das ist leider wenig Nachwuchs. Publikum war alle eher 78 oder wie? Ja, schon. Ja. Hm. Ja, aber das wirft wieder die Frage auf, die ich immer stelle. Wann hört es auf, dass in deutschen Altersheimen immer nur Schlagerpartys sind? Also, dass da immer so diese... Ja, ist die Frage, ob das jemals aufhört, gell? Ja, aber wo gehen die Leute ins Altersheim, die da, die auf dem Konzert die Blues waren? Oder die Metal hören wollen? Ja. Die können sich vielleicht nicht wehren im Altersheim. Oh Gott. Ja, aber die gehen ja trotzdem dann. Also ja. Auch das musst du in die Verfügung reinschreiben. Ja. Genau. Wo wir wieder beim Thema sind. Ja, weil das habe ich, als ich meine Omas damals im Altersheim besucht habe. Und für meine Oma war das okay, weil die haben auch, bevor sie ins Altersheim gekommen sind, solche Musik gehört. Dieses Schunkelblödsinn-Scheiße. Mhm. Und ich habe dann da immer fassungslos davor gestanden und habe mich gefragt, wann das aufhört. Vielleicht bist du im Altersheim dann aber einfach froh, dass irgendwas passiert. Und dann sind halt die wie nennen die sich? Die Schwestern? Nee, die heißen nicht Schwestern im Altersheim. Ich weiß nicht. Ist halt dann deren Geschmack. Und die machen halt da Party mit Schlager. Und du bist halt froh, dass überhaupt was passiert. Hm. Auch eine furchtbare Vorstellung. Vielleicht machen wir einfach mal ein Metal-Altersheim auf. Und ja, gute Idee. Gucken wir, ob wir reich werden. Ja, das, okay. Problem bei diesen Musikrichtungen ist halt, dass da es viel weniger Konsens gibt. Also es gibt halt, klar, auch im Metal gibt es so ein paar Sachen, die, klar, irgendwie Metallica findet jeder gut, ist klar, aber das ist halt nicht so einfach wie, weil beim Schlager ist es halt so, ja, selbst wenn du dann was spielst, was ich noch nicht kenne, was aber genauso komponiert ist und genauso gemacht ist mit genau den gleichen Harmonien, das ist, im Endeffekt ist es ja exakt dasselbe und spielt dann ja auch keine Rolle, ob man Helene Fischer spielt oder Vanessa Mai oder keine Ahnung. Oder Beatrice Egli. Aber was du alles kennst. Silbereisen nicht zu vergessen. Macht er auch Musik? Ich fürchte. Ist er nicht damit bekannt geworden? Ist er nicht Trompeter oder sowas? Nee, das war Stefan Bross. Ach so, richtig, da habe ich das vergessen. Hab den verwechselt.
Aber beim Metal ist es halt schon ein großer Unterschied, ob du halt, keine Ahnung, Cradle of Filth oder Metallica oder Linkin Park hörst. Und bei Linkin Park, ob dann das alte Linkin Park oder das neue. Bob, wie ist deine Meinung zur neuen Sängerin? Ich muss mich jetzt erstmal noch über die ganze Scientology-Sache weiter informieren und wissen, ob ich das jetzt boykottieren muss oder nicht. Bin da noch zu keinem Ergebnis gekommen. Angeblich hat sie da abgeschlossen mit, aber finde ich auch wieder sehr interessant. Wieder, ich weiß nicht, ob es in erster Linie misogyn ist oder einfach nur konservativ, dass man ihr da nicht die Chance gibt, jetzt mal ich hab zu zeigen, was gesagt, sie kann. Noch keinen einzigen, noch keine einzige Sekunde davon gehört. Ich habe irgendwie so einen Artikel gelesen, wo irgendwie kontroverse. Bei TikTok. Ich muss sagen, ich finde es ziemlich geil musikalisch. Also mir gefällt es fast besser als wie ist er? Nicht Channing Tatum. Chester Bennington. Chester Channing Tatum. Das wäre auch sehr schön. Nee, mir gefällt es nicht gut, aber ja, diese Scientology-Sache ist natürlich im Raum, da hast du recht. Aber hat sie sich angeblich von distanziert? Ich habe da noch nicht viel Infos zu aufgesaugt. Wie gesagt, wirklich ernsthaft noch keinen einzigen Ton gehört. Ich habe das. Es gibt ja auch nur zwei Lieder bisher. Auch nicht absichtlich vermieden oder so. Ist mir einfach kein TikTok, habe ich nicht. Und ansonsten, ich folge sogar, wer ist der andere Typ? Mike, heißt er Mike? Der andere von Linkin Park. Shinoda oder wie der heißt. Ja, genau, dem folge ich sogar. Aber irgendwie hat das Instagram das nicht für nötig gehalten, mir das reinzudrücken. Erstaunlich. Ich folge auch dem Linkin Park Account. Also eigentlich hätte ich das sehen müssen, aber irgendwie ist an mir noch nicht vorbeigekommen. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das, glaube ich, viel schwieriger, weil im Metal und es ist sicher in anderen, das ist im Hip-Hop und so wahrscheinlich genauso, da sowas Allgemeinverträgliches zu finden, was dann alle gut finden. Also ich, zum Beispiel, es gibt ja diese Kreuzfahrten, diese Metal-Kreuzfahrten, wo ich hier auch einen kenne aus Sulzbach, der da schon war, oder sogar ein paar. Aber das stelle ich mir schrecklich vor, weil da werde ich halt dann dauernd mit Musik beschallt, die so von der Art her ungefähr so ist wie das, was ich gerne höre, aber es ist halt nicht das, was ich gerne höre. Und ich glaube, da werde ich nicht glücklich. Ich glaube, das ist, wenn du Schlager hörst, ist das einfacher. Also auf der, nur mal jetzt für die Vollständigkeit halber, gell, also auf der Wikipedia-Seite von Florian Silbereisen sieht man ihn, wie er zusammen mit Ross Anthony ein Duett singt und er hat eine Schlager-Karriere. Wer ist denn das? Das ist so ein Ross Anthony war bei Popstars früher und hat Und dann im Dschungel und überall. War überall, genau. Und er war in den deutschen Albumcharts schon mal auf Platz 1. Von daher, der singt auch, leider. Gibt's doch nicht. Ratzbar. Ja. Gut, aber in erster Linie war er mit Helene Fischer zusammen, oder? Und war der nicht noch eine Schlagersängerin zusammen? So in der Wer, Ross Kategorie? Anthony? Nicht Ross Anthony, Ross Anthony ist stockschwul. Ich kenne mich da wirklich, es tut mir sehr leid. Ross Anthony, ich kenne mich da wirklich. Das würde ja dann passen, wenn du jetzt sagst, er war mit einer Schlagersängerin zusammen und du Ross Anthony. Egal, Ross Anthony ist doch so klischeeschwul, dass ich nicht denke. Ich weiß nicht, wer das ist. Denk jetzt da auch. Ross Anthony war mal mit mir in einem Flugzeug. Nee. Aber mehr kann ich jetzt auch nicht dazu beitragen. auf dem Weg nach Malle natürlich, wo sonst denn? Wohin sonst? Ja. Er musste arbeiten und du warst feiern. Ich habe Urlaub gemacht mit meinem Vater und meinem Bruder und er musste wahrscheinlich zur Arbeit dahin, ja, genau. Er hat dir aber nicht irgendwelche Karten zugesteckt, dass du da auch mal vorbeikommen kannst. Nein, er ist einfach nur irgendwie da auch an dem Gate rumgelaufen und dann schnell eingestiegen und hat versucht, nicht gesehen zu werden und wir haben uns gedacht, den kennt man doch und dann, ja. Punkt. Ende der Geschichte war jetzt nicht spektakulär. Ich habe auch eine Flughafengeschichte. Ich war mit Job auf dem Klo. Oh, nicht schlecht. Wenn man das aus dem Kontext reißt, klingt es nach einer Geschichte, aber in Wirklichkeit war es halt wirklich. Oh! War es halt wirklich nur so, er war parallel zu mir auf dem Klo in Rotterdam am Flughafen. Das war übrigens der gleiche Tag, glaube ich, wo ich auch Flavor Flav am Flughafen getroffen habe. Aber das ist natürlich, der ist schon mal besser. Und der hatte tatsächlich seine Uhr um. Der hat immer die Uhr um, oder? Und mein jetziger Chef, mit dem war ich da nämlich unterwegs, hat so gemeint so, ey, was ist denn das für einer? Schau dir den mal an. Dann habe ich gesagt, das ist Flavor Flav. Ja, das ist doch fantastisch. Ich habe das Gefühl, dass wir schon mal darüber geredet haben. Ja, natürlich. Wir haben über alles schon geredet. Wer ist das? Flavor Flav? Das ist einer, so ein Rapper, aber so von den, so richtig oldschool. Hat der nicht zu Run DMC oder so gehört? Public Enemy. Oder Public Enemy, ja. Ja.
Ja. Ja, und ja, Goldzähne und eine große Uhr, also. Und Wikingerhelm zum Teil auch, gell? Ja, der sah immer sehr wild aus. Ich bin mal von einem Fernsehmoderator an einem Flughafen fast über den Haufen gerannt worden, aber mir fällt sein Name nicht mehr ein. Ich wollte durch so eine Sensortür, die sich so öffnet, reingehen und die schwang dann auf, also die sprang dann plötzlich auf und er kam rausgerannt und hatte es sehr eilig und wir sind da so fast in der Tür zusammen kollidiert, aber keiner von den ganz berühmten, irgend so ein Deutscher, der so Game-Shows oder sowas moderiert, ich komme auf seinen Namen. Oh Gott, so ein lockige, Pilawa dunkle Haare, aber ja, aber noch unberühmter als Pilawa. Okay. Wie sind wir denn hier jetzt wieder gelandet? Wo sind wir denn falsch abgebogen? Ach, bei Metal-Kreuzfahrten und ach so, ja, genau, Metal-Kreuzfahrten. Und all das, nee, also genau, ja. Weiß nicht, ja, keine Ahnung. Muss ich mir mal Gedanken, wir müssen da mal ein Konzept ausarbeiten. Aber ich meine, Bob, du hast die Grundfrage, die du gestellt hast, ist natürlich eine naheliegende. Unter der Annahme, dass Schlager eher was von einer vorherigen Generation ist, was natürlich nicht ganz so stimmt, weil es gibt es in unserer Generation natürlich genauso, wenn man jetzt gerade mal nach hier München schaut und so, ist schon die Frage, ob dann irgendwann tatsächlich der Punkt kommt, wo das eine Nische wird, wo das dann interessant wird in den Altersheimen, so genauso auch mit Videospielen und so, ja, dass dann eben die Alten eine Playstation in ihrem Zimmer haben und da zocken und eben nicht zum Bingo gehen wollen und auch nicht Helene Fischer Themenabend haben wollen. Also könnte schon sein, dass das irgendwann kommt. Wir werden es erleben. Also hoffe ich. Zocken ist ja, da brauchen wir als Vorstufe erstmal Internet in den Altersheimen. Das ist ja der nächste Punkt, klar. der nicht. Ja, ja, aber das, also das muss doch, das ist doch jetzt schon so. Also keine Ahnung, bei euren Eltern, gut, die sind jetzt nicht im Altersheim, aber also meine Patentante zum Beispiel, und die bedient sich auch fröhlich des Internets. Ich weiß aber gar nicht, ob die da. Also mein Vater war schon an die 70 ran. Da war meine Oma noch am Leben. Mein Vater kurz vor 70, wilder Internetbenutzer mit 3 Tablets und 3 Computern, genau. 2 Handys und so weiter. Und parallel 20, 25 Jahre älter, meine Oma im Altersheim, kein Internet. Nicht verfügbar, selbst wenn du gewollt hättest, gab es nicht. War da einfach nicht. Kein WLAN, gar nichts. Einfach tote Hose. Ja. Und da habe ich mir damals die Frage zum ersten Mal gestellt mit der Musik und der Frage, also mein Vater möge noch lange dem Altersheim fernbleiben oder ihm möge es generell erspart bleiben, aber da liegen so, ja, also 20 Jahre älter, dann ist er irgendwie 90, dann ist er auf jeden Fall in dem Alter, wo das theoretisch passieren könnte, könnte ja jetzt langsam mal in Schwung kommen, diese Bewegung, dass die Altersheime mal irgendwie sich modernisieren. Ja, vielleicht gibt es ja schon überall. Ja, das sind wahrscheinlich aber, so teure, super Luxus-Dinge, aber das gehört doch irgendwie so wie Wasser dazu. Wenn ich mir das Personal anschaue in den Altersheimen, das sind halt Menschen, die halt auch zum Oktoberfest gehen und halt auch Schlager hören, ne? Naja, aber wenn da du wird gar nichts passieren. Wenn du aufs Oktoberfest gehst und da vielleicht Schlager hörst, weil es dazugehört. Aber dann kannst du ja trotzdem in deinem restlichen Leben noch normale Musik hören. Also ja, irgendwas, ob du jetzt von mir aus Techno hörst oder 90er Dance oder sonst irgendwas, ist alles räudig, aber. Ja, und das hat ja nichts damit zu tun, dass es da kein Internet gibt, selbst wenn du es irgendwie. Ja, das nicht, also, nee. Dass da kein WLAN in dieser Scheißhalle, das entscheidet ja nicht die eine Frau, nee, die da irgendwie Pflegerin ist oder der Typ, der die Leute da rumschiebt. Bei uns oben am Krankenhaus, als die Theresa monatelang im Krankenhaus lag, da ist halt auch kein Internet. Also nicht mal aus der Luft, gell? Also ach, da bist echt? Halt wirklich abgeschnitten. Oh Gott, wie schnell. Beschissen. Also. Jetzt in dem Krankenhaus, wo ich jetzt war, hier mit meinem Knie, da gab es Internet auch im letzten Loch, irgendwie in der Notaufnahme, im Schockraum sozusagen. Also. Gab es kostenloses Internet. Das war jetzt nicht raketenschnell, aber ich konnte Fußball gucken. Also nicht über 5G oder sonst irgendwas, sondern über das Internet vom Hotel, wollte ich jetzt sagen, vom Krankenhaus. Ja, so muss das eigentlich auch sein. Also das ist schon, ja, und mittlerweile gibt es ja so viele Sachen, die einfach nur noch darüber funktionieren. Also, ja, so, wo waren wir? Ach, ja, also Lahnstein Blues Festival. Also ich, genau, um das abzuschließen, ich glaube, dass wir
wenn wir da eben in 10 oder in 20 Jahren in die Altersheime gucken, dass die Leute halt einfach viel mehr noch für sich abgekapselt in irgendwelchen, ich will jetzt nicht sagen in irgendwelchen virtuellen Realitäten, das ist übertrieben, ja, aber halt mit Stöpsel im Ohr, so wie wir jetzt auch, wir leben auch zum großen Teil mit dem Stöpsel im Ohr, wenn ich mich anschaue, und so wird es halt dann da auch sein, und dann wird man halt zusätzlich dazu noch zu irgendwelchen Gruppenveranstaltungen gehen, und da wird man halt die Kröte schlucken, dass man da halt dann auch Musik hört, die man scheiße findet, und es wird exakt dieselbe Musik sein, wie die, die jetzt da auch läuft. Machen wir uns nichts vor. Also. Okay, Note to Self in Verfügung reinschreiben, erschießt mich bitte. Oh je. Ich habe übrigens rausgefunden, wer der Semi-Promi war, der mich umgerannt hatte. Oder nee, nicht umgerannt. Jetzt bin ich gespannt. Möchte jetzt ihm nicht nachsagen, dass er mich umgerannt hat. Und dass er Semi ist. Das ist genau, okay, ich nehme alles zurück und behaupte, dass es war Tommy Orner. Oh. Tommy Orner ist doch kein Semi-Prominenter. Ich wusste, dass mir irgendjemand widersprechen würde. Ich hätte jetzt auch, sagen können, dass in die andere Richtung. So, der ist doch nicht bekannt, wer ist das? Ja, Tommy Orner kommt darauf an, welche Generation man fragt. Bei Tommy Orner muss man halt die Generation unserer Eltern fragen, weil der war doch so ein Kinderstar. Hat er nicht Tim Thaler gespielt? Ich glaube, oder? Oh Gott, was war das? Was aber halt in den 60ern. Also, naja. Helga und Michael. Ja. Tommy Orner. Aber hätte ich niemals erkannt, wenn der mich umgerannt hätte. Never ever. Damals habe ich den erkannt. Warum weiß ich nicht? Kann ich nicht sagen, was ich gesehen habe. Wahrscheinlich ZDF Fernsehgarten oder so. Ja, wahrscheinlich. Was man halt so geguckt hat als Kind, wenn nichts kam. Aber hat die nicht auch Kindersendungen moderiert? Das kann sein. Ja, hat er dann. Aber und ich habe gerade geguckt, also es ist tatsächlich Tim Thaler 1979 bis 1980. Also gar nicht so lange her, wie ich dachte. Ja. Was haben wir denn noch für Tagesordnungspunkte hier? Der Bob möchte erzählen, wie er Besuch von der Polizei hatte. Das hat er das Ende letzte Sendung oder? Ja, nach der Sendung. Der Aufnahme. Ja. Kamen wir irgendwie auf Polizei, dann wolltet ihr, dass ich das erzähle, ja. Ist eigentlich total unspektakulär. Es war noch kurz vor unserem Dänemark-Urlaub, also ist eigentlich schon eine Weile her jetzt, so 2-3 Monate. Hat meine Frau mich gefragt, ob ich das auch rieche, dass es hier nach Schwefel riecht. Und ich war gerade irgendwie aus dem Kinderzimmer gekommen, die Kinder schlafen gelegt gehabt und bin dann auch ins Bad gegangen und habe gedacht, ja, irgendwas riecht hier komisch. Es riecht nach faulen Eiern. Und es ist im vierten Stock eigentlich ungewöhnlich, dass du Dinge von der Straße unten riechst oder so. Und man hat sehr deutlich gemerkt, wenn man das Fenster aufmacht und draußen die Nase vors Fenster hält, auf der einen Seite des Hauses, dann riecht es nach Schwefel und zwar sehr stark. Und dann haben wir die Fenster zugemacht und dann haben wir mal gegoogelt, was das sein könnte. Und dann findest du halt relativ schnell, dass das Kanalgas nennt man es, also es ist ein Schwefelwasserstoff, H2S. Mhm. Und das entsteht unter anderem in Kläranlagen, aber auch in Kanalisationen, wenn die irgendwie nicht, wenn da die Belüftung schlecht ist, wenn das unter Sauerstoffmangel irgendwas da anaerob verdingst, keine Ahnung, frag mich nicht nach Chemie, habe ich abgegeben in der 13. Und das Zeug ist hochgiftig und im Zweifel auch explosiv. Und wenn du das im vierten Stock riechst, dann stimmt da irgendwas nicht, ja? Naja. Und dann habe ich halt Naja, also das ist halt wirklich, also man riecht das halt sehr stark und wenn man es riecht, heißt es nicht, dass es in einer Konzentration ist, wo es eine Explosionsgefahr besteht. Das habe ich, das mag sein. Eine krasse Konzentration. Konzentration macht das Gift, aber es wird auch relativ schnell giftig. Also wenn ich das im vierten Stock rieche, dann weiß ich ja nicht, was ist, wenn du unten deine Nase über den Gulli hältst. Weiß man nicht. So, dann habe ich geguckt. Du bringst offensichtlich zu wenig Zeit in Kläranlagen. Ja, natürlich verbringe ich wenig Zeit in Kläranlagen. Was soll ich denn da? Jedenfalls habe ich gelesen, dass das Problem, wenn sowas auftritt, wird in der Regel nicht wenn Kanalgas sich in den Kanalisationen bildet und irgendwo in der Stadt rauskommt, wo es nicht rauskommen soll, dann merken die Zuständigen, wer auch immer, das in der Regel nicht, außer Anwohner sagen Bescheid. So. Also habe ich mir gedacht, gut, was soll ich jetzt machen? Dann bin ich halt der Anwohner, der das jetzt gemerkt hat, dann sage ich halt Bescheid. So, wem sagst du denn Bescheid? Wo wendest du dich denn hin?
Und ja, bei deinem Abwasserversorger. Ja, aber nicht um 23:50 Nein, das ist blöd. Ja, also habe ich gedacht, ich rufe mal hier die örtliche Feuerwehrwache an und frag mal, ob die sich dafür interessieren. Also ich habe jetzt nicht angerufen und habe gesagt, sie müssen gleich kommen, sondern ich habe da angerufen und habe gefragt, so, interessiert euch sowas oder ist das irrelevant oder also was machen wir jetzt mit dieser Information? Ich habe das jetzt hier gerochen, meine Frau hat das gerochen, hier im vierten Stock. Denkst, ja, wir gucken mal, wir kommen mal vorbei. So. Dann kam ein armseliges Feuerwehrfahrzeug an, also armselig nicht, ein einzelnes Feuerwehrfahrzeug angefahren, parkte hier unten, lief einmal ums Haus und dann leuchteten die auch unten in der Gegend rum. Ich stand dann, bin dann auf die Terrasse gegangen, weil ich gesehen habe, die laufen an der falschen Seite vom Haus vorbei. Auf der Seite, wo sie vorbeilaufen, da riecht man das nicht. Also bin ich raus auf die Terrasse und habe gesagt, hallo, ich habe euch angerufen, ihr müsst da um die Ecke, da vorne, da hat man das gerochen. So. Ja, okay, so. Dann klingelt auch gleich mein Handy irgendwie. Sind Sie der da auf der Terrasse, der uns gerade, ich so, ja, das bin ich. Ich bin der, der euch angerufen hat, weil der hatten sich offensichtlich die Handynummer dann aufgeschrieben. Ja, mir rieche hier nix. Können wir mal hochkommen? Dann habe ich schon gesehen, unten kam auch ein Polizeiauto angefahren und stellte sich neben die Feuerwehr. Warum die dann noch dazu geholt haben, keine Ahnung. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das haben sie sich selber ausgedacht. Ja, ist die Frage, wo das herkommt, ob die da irgendwo rein müssen und die Feuerwehr kann ja nicht einfach Sachen aufmachen. Also ja, bei Gefahr im Verzug schon, aber ja, wenn nur so mal Gugge ist. Genau, und dann kamen die hoch um 23.30 Uhr, die Kinder schlafen und dann stehen halt 4 Feuerwehrmänner plus 4 Polizisten bei mir vor der Tür. Und schnuppern. So, seien Sie leise, wenn Sie die jetzt Kinder wecken, bringen Sie die wieder zurück. Genau, so ungefähr. Und dann, ja, wo riecht man das denn jetzt hier? Ich so, bitte nicht in diese Richtung in der Wohnung laufen, da liegen die Kinder und schlafen, können wir das in der Küche erledigen, da kann man das auch riechen. Das sind die Kinder, dann, die sind schon bewusstlos. Ja, genau. Und dann stürmte diese ganze Truppe in unsere Wohnung und wie gesagt, das war der Abend, bevor wir nach Dänemark gefahren sind. Das heißt, überall lagen offene Koffer, tausende Sachen überall verteilt, was wir am nächsten Tag in das Auto stopfen wollten. Und also wirklich, es sah aus wie Bombe eingeschlagen. Und dann habe ich irgendwie Feuerwehr und Polizei in der Wohnung stehen. Und einer war wirklich pissig, einer von diesen Feuerwehrleuten, wo ich auch dachte, so, wir haben am Telefon, ich habe nicht gesagt, kommt hier angerückt mit der großen Blaulichtfanfare, sondern ich habe eine Information und ihr könnt jetzt entscheiden, ob ihr das für gefährlich haltet oder nicht. Und wenn ihr sagt, hat das den gesagt oder gedacht? Das habe ich gedacht. Okay. Und der war wirklich pissig, aber der andere, der hatte irgendwas mit Leitung bla 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 stehen, der war total freundlich. Und dann haben sie irgendwie hier geschnüffelt und da geschnüffelt und draußen und drinnen und so. Und ob ich mir sicher bin, dass das nicht mein Abfluss ist. Und ich sage, nee, das machst das Fenster auf und hältst die Nase raus, dann riechst du es. Und wenn du die Nase drin hast, riechst du es nicht. Also es ist schon irgendwie. Sicher sind, dass nicht ihre Frau einfach gepupst hat. Ja, genau, so ungefähr. Nee, aber der eine hat es dann gerochen und hat dann auch dann nochmal so hin und her und hat gesagt, ja, sie riecht Schwefel. Aber sie haben irgendwie so ein Messgerät und so ein Umwelt Heini dabei und haben das vermessen und die Werte sind irgendwie harmlos und von daher machen sich keine Sorgen, schönen Tag noch. So, ja, wie gesagt, der Riesenaufriss, der da passiert ist, war nicht meine Intention, als ich da angerufen habe, aber ich hatte um 13 Uhr die Polizei in der Wohnung stehen und die Feuerwehr dazu. Und ihr wolltet die Geschichte hören, da habt ihr sie jetzt. Und die Nachbarn wundern sich, was die Polizei und die Feuerwehr denn bei Krügers da oben machen. Auch nicht leise in so einem Haus hochkommen um 23 Uhr. Die machen einen Affenlärm. Ist wirklich so, also die Uniform zum einen und die Tatsache, dass sie irgendwie behängt wie verrückt. Helme, ja, und dann knallen sie irgendwie gegen diese Metallwand im Fahrstuhl und die Stiefel und so weiter. Also das ist einfach, wenn diese Menge an Menschen mit diesem Equipment so ein Hausflur hochkommt und einen Fahrstuhl benutzt, Teile sind auch gelaufen. Teile sind Fahrstuhl gefahren und Teile sind gelaufen. A, weil die gar nicht alle zusammen in den Fahrstuhl gepasst haben, diese Menge an Menschen. Und dann hast du so Unruhe im Hausflur, die um die Uhrzeit ungewöhnlich ist. Es würde mich nicht wundern, wenn das mehrere Leute im Haus mitbekommen hätten. Ja. Darauf angesprochen hat mich niemand, aber wir waren ja auch am nächsten Tag erstmal 2 Wochen weg. Insofern, vielleicht haben die es auch alle vergessen. Da war die Polizei bei Krügers und dann waren sie 2 Wochen weg. Genau. In Deutschland nicht so bedrohlich wie in manchen anderen Ländern. Ja, das stimmt. So, das war meine Polizeigeschichte. Sehr gut. Doch, ich habe euch gesagt, sie ist unschuldig. Ihr wolltet sie trotzdem in der Sendung. Ja, natürlich. Wir wollen alles wissen. Sehr gut. Ah, sehr schön. Der Christoph hat am Wochenende einen Ausflug mit der Familie gemacht. Ja. Bilder waren spektakulär. War beim Fahrradfahren.
im weitesten Sinne. Ich war bei der deutschen Meisterschaft für Kunstradfahren. Wie hat es dich denn dahin verschlagen? Naja, die hat in einer deutschen Weltmetropole stattgefunden. Aschaffenburg? Sulzbach am Main. Echt? Hattest du es immerhin nicht weit? Nee, ich hatte es nicht weit. Wir sind mit dem Fahrrad hingefahren. Das war in der Schulturnhalle. Die Schulturnhalle hat nur auf der einen Seite so Tribüne, so angeschrägt. Das sind nur 7 Reihen und dahinter noch eine Reihe, wo man stehen kann. Ja, also es nur auf einer Längsseite von der Halle. Also es ist ultra wenig eigentlich. Und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Deutsche Meisterschaften? Wie geht denn das? Ja, wie gehen die Leute denn da überhaupt rein? Kommt denn da niemand und so? Das ist noch mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit als bei uns im Tanzsport, oder? Ja. beim Curling war mit Sicherheit noch weniger. Also das kenne ich gar nicht drüber. Ich habe viel über Kunstradfahren gelernt. Es war über 2 Tage und Wieso, jetzt, ich muss kurz fragen, wieso seid ihr da hingegangen? Kennt ihr jemanden, der da mitgemacht hat? Oder habt ihr das einfach? Wenn irgendeine deutsche Meisterschaft in irgendeinem Sport bei uns im Kaff stattfindet, gehen wir doch dahin, ist doch klar. Ja, okay, aber ich dachte jetzt irgendwie, dass da vielleicht noch irgendwas. Nee. Also die einzige Berührung, die ich bisher mit Kunstradfahren hatte, war, dass, wenn meine Kinder Judo haben, ist die Halle geteilt und in der anderen Hälfte der Halle proben die Kunstradfahrer, denn das ist auch was ich bei dieser Kunstrad-DM kennengelernt habe, ist, dass halt die Kunstrad-Hochburgen sind halt so Käfer am Ende der Welt, ja, also ich glaube, es war ein Ortsteil von Mainz oder von Wiesbaden, verwechsel ich immer, keine Ahnung, das war das Einzige, was man schon mal gehört hatte und alles andere war halt so irgendwie zig Kilometer hinter Bautzen oder im Ostharz oder auf der Schwäbischen Alb oder halt Sulzbach. Und auch bei Sulzbach ist es halt nicht Sulzbach, was halt die Kunstrad-Hochburg ist, sondern Sulzbach-Soden, ja? Also ein Ortsteil von Sulzbach. Also es sind halt nur so Käfer gegeneinander angetreten und auch hauptsächlich so Sachsen und Baden-Württemberger. So okay. Ein paar Hessen dann noch. Dann haben wir uns das angeschaut. Mehrere Stunden, einen ganzen Vormittag. Und das war schon interessant, weil es eben so Sportarten sind, so Disziplinen sind, die mir völlig fremd waren, also die ich auch bisher gar nicht kannte, ja. Also zum Beispiel haben wir da Radball gesehen, ja, wo dann eben. Ah, das habe ich nämlich noch gedacht. Auf dem einen Foto sah das nämlich bei dir so aus, als ob die Fußball spielen, also Radball spielen. Es waren zwei Räder gegen zwei Räder, die halt den Ball nicht mit dem Fuß, sondern mit ihren Fahrrädern rumschnicken und versuchen, ein Tor zu schießen. Das ist auch absurd schnell, oder? Und auch sehr akrobatisch, also wirklich sehr erstaunlich, was die können. Was da nur unangenehm war das halt so eine sehr krass, sehr laute Johl-Publikum, war mir sehr unangenehm. Das ist einfach überhaupt nicht meins und ich fand es ja auch, also es war irgendwie abstoßend, also hat mir gar nicht gefallen. So auch so mit Pauken und irgendwelchen Trompeten und was, es war nicht meins. Parallel dazu, wenn ich es richtig verstanden habe, war es so, dass dieses Radball, das machen die Männer und die Frauen machen Radpolo, wo die halt dann so einen Poloschläger haben, wo sie auf dem Fahrrad. Nee. Ja. Gott, das ist ja noch gefährlicher. Ja, ist total lustig. Fahren die eigentlich mit Helm da? Oder? Nee. Brauchen die nicht, sind ja nicht auf der Straße. Nee, und die fallen dann zum Teil auch über die Bande, weil sie sich gegenseitig schubsen und fallen dann halt auch mal so auf das auf den Tisch von der Jury, der da steht, weil eben davor und danach irgendwelche Jurydisziplinen waren. Also es ist schon sehr handfest, aber schon auch dynamisch. Es geht auch gar nicht lang, irgendwie, ich glaube 2x7 Minuten oder irgendwie sowas. Also total kurzweilig. Und das, was ich allerdings viel spannender fand, waren halt diese Bewertungskategorien, also diese echten Kunstrad Disziplinen.
die mir auch bis dahin völlig fremd waren. Ich habe dann eben per Wikipedia mich da schlau gemacht und so. Und da gibt es halt dann verschiedene, gibt es halt dass einer auf dem Fahrrad eben irgendwelche Kunststückchen macht. Dann gibt es zwei Leute auf zwei Fahrrädern und die machen dann während ihrer Kür, geben die dann ein Fahrrad zwischendrin raus und sind dann nur noch zwei Leute auf einem Fahrrad und machen dann da irgendwelche Handstände und Kunststückchen und sowas. Und zwar ziemlich abgefahrene Sachen, es ist halt sehr, so zirkusmäßig, gell? Also so artistisch. Mhm. Und dann eben auch Einradfahrer, also Vierer Einrad, wo man dann schon aber auch gemerkt hat, so, okay, das scheint irgendwie einfacher zu sein oder das scheint auch nicht so sportlich zu sein, wo dann auch Leute mitgemacht haben, deren Figur nicht wahnsinnig sportlich war, aber die trotzdem sehr gut waren. Also waren schon krasse Unterschiede, zum Teil eben sehr athletische Leute und zum Teil auch so wie du und ich, so, also wirklich erstaunlich. Und dann auch krass, Sechser Fahrrad, also nicht ein Rad, sondern sechs Leute, die auf jeweils Fahrrädern sitzen und da halt irgendwelche so wie ihr damals so Formationstanzen machen. Formationsgetanze machen und also wirklich spannend, also sehr heftig. Und wir waren dann, wie gesagt, einen Vormittag lang da und haben da auch dann gesehen, wie sich die Sodner, also unsere Sulzbacher im Endeffekt, das Pärchen, also für Zweier, für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben. Also es war wirklich hochkarätig. Und dann habe ich wollten wir gerade gehen, und dann habe ich im Programm gesehen, dass eben die Punkte von den Einzelfahrern, die halt am Nachmittag kommen, noch viel höher sind. Weil es ist da nämlich so, dass du trittst mit einer bestimmten Kür an und gibst vorher dem Veranstalter oder der Jury im Endeffekt, gibst du eine Aufstellung, was du zeigst in der Kür und in welcher Reihenfolge. Was für Figuren und sowas. Und diese Figuren sind alle mit bestimmten Punktwerten versehen, sodass sich daraus schon von vornherein ein Punktwert ergibt, mit dem du dann startest und das wird dann groß eingeblendet auch, und der dann sukzessive weniger wird, wenn du halt irgendwelche kleinen Fehler oder Unsicherheiten oder wenn du vom Rad fällst. Nicht schaffst. Ja. Genau. Und da kann man halt wirklich in Echtzeit miterleben, siehst du so, ah, okay, jetzt hat er ein bisschen gewackelt und dann zwei Sekunden später wird die Zahl kleiner, ja. Also es ist ziemlich spannend. Und da habe ich halt gesehen, dass da die Zahlen extrem höher waren. Also es war so, als wir da waren, vormittags waren halt so, die sind halt mit 130 angetreten, 130 Punkten und sind dann irgendwann so um die 100 sind sie irgendwo rausgekommen, gell? Und das war so, über 100 war schon ziemlich gut. Und dann habe ich halt gesehen, okay, da ist noch richtig gute. Und dann habe ich den, der die höchsten Punkte hat, habe ich gedacht, den Namen kenne ich doch. Den habe ich doch vorhin schon mal gelesen, als ich irgendwie über Meisterlisten und sowas geguckt hatte. Weil ich hatte mich eben, wie gesagt, ein bisschen belesen währenddessen. Und der nannte sich Lukas Kohl. Und der ist halt seit 2016 Weltmeister und auch Weltrekordhalter. Ja? Also der ist halt so völlig jenseits krass. Von allem. Und der kommt bei euch aus dem Kaff, oder? Nee, der ist nicht von uns. Der kommt aus irgendeinem anderen Kaff, ich weiß es nicht. Aber kommt auch aus irgendeinem Kaff. Aber es ist halt richtige, ja, Prominenz ist schon zu wenig. Also er ist halt eine Legende im Endeffekt. Gell? Also dominiert den Sport seit 2016 halt. Gell? Und da habe ich mir gesagt, okay, da müssen wir dann nachher nochmal herkommen. Und sind wir dann auch, sind wir nachmittags dann, da stand irgendwie, dass diese Einheit geht bis 16:35. Wir sind halt irgendwie um 3:45 nochmal hingegangen und da war es dann tatsächlich so, der Übernächste war er dann. Und das war halt krass, weil das war halt wirklich, also auf einem Niveau, der hat halt, der Weltrekord liegt, glaube ich, bei 216 Punkten und er ist halt hier jetzt mit 213 oder 214 angetreten und ist dann am Ende mit 212 rausgegangen. Ja. Also, krass. Er hat quasi nichts verloren. Also ja, und 100 mehr als der Rest, also schon. Ja, genau. Und der hat halt so Sachen gemacht wie, er steht halt auf dem Sattel, während das Fahrrad fährt und springt dann vor auf den Lenker und so und dreht sich dann so pirouettenmäßig auf den, oder zum Teil hat er so,
hat sich so am Lenker festgehalten und so wie auf dem Pauschenpferd, so um den Lenk, also ums Fahrrad so rumgeschleudert, den ganzen Körper. Es war völlig irre. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Ja. Und eben auch ultraathletisch, also wo man auch gesehen hat, so, okay, das ist ein richtiger, krasser Leistungssportler. Das ist halt, ja, der Unterschied innerhalb dieser Sportart ist halt ziemlich groß, weil es halt ziemlich wenig Leute machen. Und du kannst halt mit einem guten Amateur können, kannst du halt schon relativ weit kommen, aber es gibt halt trotzdem welche, die machen das richtig ernsthaft und die, ja, die, da kommst du halt überhaupt nicht dran, ja? Also das war schon krass, also ja, wirklich krass. Beeindruckend. Und halt super schön, dass das bei uns stattgefunden hat, gell? Also. Ja, total cool, wenn man sowas mal sieht. Ich meine, es war dann schon bumsvoll, also morgens war es gut, aber dann nachmittags, als der eben dann auch aufgetreten ist und die anderen waren ja auch noch andere sehr gute, war es wirklich bumsvoll, aber es war immer noch so, dass ich mir dachte, beeindruckend, dass unsere Halle dafür reicht. Also, aber gut, habe ich das auch mal erlebt, deutsche Meisterschaft im Kunstradfahren. Ja, cool. Ich dachte die ganze Zeit, dass ihr da irgendwie eine Beziehung, also keine Ahnung, null. Jemand von denen ist mit euch in die Schule gegangen oder so und man trifft sich oder irgendein Verwandter von. Mit der einen, die da an der Kasse saß, die auch Kunstradfahren macht, habe ich Triathlon gemacht letzten Juli. Ja, dann dauert noch einen Monat, dann können wir uns da wieder anmelden. Ja, mein Fahrrad kam heute. Oh, ja, cool. Ja. Bist du schon gefahren mit? Schon nee. Nein, habe ich auch noch nicht. Meine Frau ist ja dabei, eine Staffel zu machen. Mit dem einzigen Ziel, sie wollen uns schlagen, Christoph. Das, viel Glück, kann ich dann nur sagen. Ja, die The game is on. Hier, Frau von Hörer Flo. Aha. Hat sie akquiriert. Ach, das ist ja lustig. Ja, ja. Okay, und wer macht was? Ich glaube, die Nadja Wimmt. Mhm. Und ja, der Rest mal gucken. Ja, was macht deine Frau? Je nachdem, wer noch, wen sie noch mit ran schafft. Okay. Läuft sie dann oder fährt Rad? Und wir sind die Gegenstaffel? Nee, wir machen es einzeln, Bob. Ach, scheiße. Du auch. Fuck me. Du hast jetzt ein Jahr Zeit gehabt, dein Knie zu erholen. Ja, jetzt fahre ich ja viel Fahrrad wieder und mein Knie im Moment hält es. Also das, ja, ich habe mich so nur noch nicht Fahrrad wieder an. Meld dich an mit dem Knie kurz vorher absagen, das ist jetzt nichts Neues. Kannst du schon machen. Ich habe eher ein bisschen Angst vor dem Joggen. Das ist ja Kniemorden da als Radfahrer. Ach, das ist doch nur 5 Kilometer. Papalapap. Einmal um den See. Gehen wir da alle spazieren. Ja, eben. Wir müssen halt nur vor der Staffel genug Vorsprung haben. Boah, eine Staffel zu besiegen ist aber nicht so einfach, gell? Ja, das ist, glaube ich, schwer. Ja, 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 deswegen. Okay. Das ist dann richtig. Ja, doch, das ist doch schön, da haben wir einen Anreiz. Das hat mir gefehlt dieses Jahr. Ja, ja. Ich werde jetzt morgens erst einmal wieder nochmal aufs Rad gehen, mal gucken, wie das jetzt. Ja, aber also, ist ja gut, wenn ich trainiere. Ich trainiere jeden Tag mein Bein hochhalten, beugen. Meine Frau hat mal irgendwann so ein Rolle-Dings geschenkt, so eine Hartplastikrolle, wo man sich so drauf rumrollern kann. Mhm. Ich habe nicht dran geglaubt. Ich dachte, komm, jetzt probierst du jeden Quatsch mal aus. Das hilft schon auch, wenn ich da das Knie, beziehungsweise also diesen Knieansatz, also nicht direkt die Kniescheibe, sondern direkt oben drüber, den Oberschenkelroller. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, ob das überhaupt die Wahrheit ist, dass es sich danach entspannter anfühlt. Schon ganz cool. Das ich reicht ja, das Gefühl zu haben. Ja, ja, also ich komme lockere Treppe hoch und so. Schon ganz cool. Ja, also deswegen, ich hoffe wirklich sehr, dass ich da nächstes Jahr wieder so fit bin. Ich habe ja auch den einen Papa hier in der Kita, der mich auch bei irgendeinem Sommerfest oder so, was, du hast auch mal Ironman gemacht? Ey, komm, lass uns nächstes Jahr irgendwie eine 70-3-Staffel machen. Such dir eins aus, ich mach die anderen beiden. Okay. Ich so, ja, eigentlich würde ich Radfahren, aber ich kann, also, nee, da konnte ich noch. Aber dann, ja, jetzt haben wir es erstmal für nächstes Jahr an den Haken gehängt und, aber vielleicht macht der mit hier bei unserem Sprint und wird uns mal zeigen, wie das so richtig geht. Den werden wir hart enttäuscht, wenn er die Gesamtzeit dann sieht. Naja, jeder startet für sich. Ja, nee, aber. Ja, ich habe mir, sehr lustig, kann ich jetzt erzählen, weil seine Frau hier bestimmt nicht zuhört.
ich habe mir jetzt meinen alten Trainer wieder akquiriert. In 2 Jahren mache ich hier in Rot Ironman und nächstes Jahr irgendeine Mitteldistanz. Aber ich habe ihr noch nicht Bescheid gesagt. Okay. Ja. Tja. Gut, jetzt sind wir hier genug über Sport. Es wird wieder ernst. Der Bob begibt sich in Gefahr. Also wenn man seinem Butterfly AI glauben darf, hat er jetzt einen neuen Roboter, der sich langsam mit der Familie anlegt oder so ähnlich, wenn ich das richtig verstehe. Oh Gott. Der ist so lustig, dieser Roboter. Ich hab euch letzte Woche ja gefragt, was mit euren Staubsaugerrobotern ist. Weil meiner ja kaputt gegangen ist vor irgendwann Anfang der Pandemie oder so. Hat der das Zeitliche gesegnet. Seitdem leben wir ohne Staubsaugerroboter. Und jetzt hatten wir keinen Bock mehr auf diesen Lifestyle. Und meine Frau hat den Auftrag erteilt, möge der Herr einen Staubsaugerroboter recherchieren und dann einen kaufen. Und das lasse ich mir natürlich wie immer nicht zweimal sagen, wenn ich Technik akquirieren soll, dann mache ich das. Und also habe ich mich natürlich in das entsprechende Recherche-Ding reingestürzt, um rauszukriegen, was kauft man denn da heutzutage. Und parallel habe ich bei Butterflies AI einen Staubsaugerroboter angelegt, der versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen und üble Pläne schmiedet. Und der postet sehr lustige Dinge. Allerdings sieht er auch immer auf jedem Bild anders aus, wie eure komischen anderen Viecher auch. Manchmal wachsen ihm so menschlich aussehende Roboter-Dinge aus dem Kopf und manchmal sieht er aus wie ein Staubsaugerroboter einfach nur. Obwohl ich das explizit beschrieben habe, dass er nicht humanoid-like sein soll, das scheint dem Ding egal zu sein. Baut ja, 50% der Bilder sind humanoid. Ja, genau. Und der Disconnect zwischen dem, was auf dem Bild zu sehen ist und dem, was im Text steht, ist bei dem auch extrem hoch im Vergleich zu den menschlichen Figuren. Mhm. Also das ist, da stößt die AI an ihre Grenzen. Ja, und den habe ich dann auch quasi angelegt, irgendwie 1 oder 2 Tage, bevor der Roboter, den ich bestellt habe, dann hier angekommen ist. Bestellt habe ich jetzt hier quasi den Marktführer, einen Roborock. Also ich habe jetzt hier auch die Chinesen-Cloud mit Kamera bei mir in der Wohnung rumfahren. Wie gut ich mich dabei fühle, weiß ich noch nicht so genau. Ja, ist schon geil im Vergleich zu dem alten. Also ich hatte ja damals schon einen, der so nicht ganz blöde war, der so ein Lasertürmchen oben drauf hatte und so die Wohnung kartografiert hat und dann den dann auch anschicken konntest zu sagen, hier fahr mal genau in dieses Zimmer oder fahr mal dahin oder so und mach mal hier diese Ecke sauber. Aber das ist jetzt schon nochmal krasses Level weiter. Also ich hatte früher Nito und jetzt, die Firma Nito gibt es nicht mehr, die sind dann irgendwann von Vorwerk, glaube ich, gekauft worden und dann irgendwann dicht gemacht worden. iRobot, was ihr habt, ne? Roomba, die sind, glaube ich, völlig von der Bildfläche verschwunden. Die sind, also die gibt's noch, aber die haben so viele strategische Fehlentscheidungen getroffen, dass sie irgendwie komplett von der Bildfläche gefegt wurden von den Chinesen. Die schicken mir trotzdem einmal die Woche ein Spam-Nachricht. Ja, und die große Konkurrenten sind jetzt so im Moment, wenn man so die Tests guckt, Roborock, Ecovax oder Dreamy, das sind alles 3 Chinesen. Und Roborock scheint so der Platzhirsch zu sein. Und zuerst hatte ich so Tests geguckt und habe irgendwie gedacht, ich kaufe einen Dreamy. Dann habe ich in Foren gelesen und Leute sehr fluchen hören über diese Dinger. Also die Leute, die dann bestellen, sind dann irgendwie in den Foren zumindest irgendwie ganz viel unglücklich, weil die Dinger alle möglichen Probleme halt irgendwie relativ schnell zu haben scheinen. Da habe ich gedacht, okay, da kaufst du das doch nicht. Dann habe ich Ecovax geguckt und wieder Tests gesehen, wo ich ein tolles Ecovax-Gerät gefunden hatte, was in den Tests gut abgeschnitten hat, was alle Features hatte, die ich so haben wollte. Auch scheiße. Weil in den Foren dann auch wieder nur Horror-Stories gelesen. Und man weiß ja immer nicht. Natürlich kommen nicht Leute in die Foren und sagen, ah, alles toll, ich bin total happy. Aber als ich dann angefangen habe, über Roborock die Horror-Stories zu suchen, habe ich signifikant weniger Horror-Stories gefunden. Das kann jetzt auch alles heißen, aber in meinem Fall war das dann am Ende der ausschlaggebende Punkt, dass ich dachte, okay, ja, da quengeln auch Leute rum, aber irgendwie das alles, was ich da so gelesen habe, hat mich nicht so abgeschreckt, wie was ich bei den beiden anderen gelesen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, da muss ich doch in den sauren Apfel beißen und einen Roborock kaufen, obwohl der teurer ist. Ich habe mich dann für die Mittelklasse-Line entschieden. Da gibt's so ein Tausender etwa, gell? Ja, genau. Also die Oberklasse kostet so 1200 bis 1500 oder die ganzen, also die Top-Modelle sozusagen. Und dann gibt es diese S-Serie, S7, S8. Und dann die Mittelklasse ist diese Curevo-Serie. Und dann gibt es da drunter nochmal, da weiß ich jetzt gar nicht, wie die heißen.
ah, die heißen Q5, 7, 8 und so weiter. Das sind dann die Einsteigermodelle. Die können, glaube ich, teilweise nur saugen. Und was sie ja jetzt alle haben, ist so eine Station, so eine fette, riesige Station. Dadurch hadere ich im Moment noch so ein bisschen mit der Platzierung von diesem Ding, weil der alte stand mit seiner kleinen Ladedings unter so einem Sideboard, was so Füßchen hat. Und da hat er genau drunter gepasst. Dahinter war auch zufällig eine Steckdose. Das heißt, er ist immer unter dieses Schränkchen gefahren und war dann unsichtbar. So ähnlich wie bei euch, Christoph, gell? Da steht er doch auch unter diesem Schrank auch. Im Wohnzimmer. Und das ist perfekt, aber dann passen diese Stationen nicht drunter heutzutage. Und vor allen Dingen, selbst wenn die Station drunter passen würde, die haben ja Wassertanks, Frischwasser und Abwasser, weil der Roboter auch wischt. Und die musst du nach oben rausziehen, diese Tanks. Das heißt also, selbst wenn die Station drunter passen würde, du musst dann ja nach oben noch Platz haben, um diese Tanks rauszunehmen. Und von daher fällt das irgendwo drunter schieben leider aus und man muss eine völlig neue Platzierung finden, wo das Teil hin kann. Von den Features her ist das schon geil. Also die App ist gut von Roborock, muss ich sagen. Hat bisher problemlos funktioniert. Und du kannst halt all diese Dinge machen. Du kannst deine Wohnung vermessen, dann siehst du die Karte, dann kannst du die Karte einteilen und kannst halt sagen, das hier ist ein Raum, das ist ein Raum, das ist ein Raum. Er macht da auch erstmal so eine Selbsteinteilung, aber du kannst sie danach noch, also irgendwie hat er bei mir Küche und ich habe ja so eine offene Küche zum Wohnzimmer und zu dem Essbereich hin und das hat er alles als einen Raum gesehen. Klar, da sind ja auch keine Türen, insofern war das logisch, dass das, und dann kannst du das halt separieren und kannst sagen, okay, hier eine Trennlinie, das da ist die Küche, die will ich separat betrachten und separat kommandieren können, ob du die Küche machen sollst oder nicht oder nur die Küche oder so. Das gleiche mit dem Essbereich, weil den will man vielleicht ja häufiger mal saugen, wenn die Kinder da rumgekrümelt haben. Und dann kannst du ihm halt immer den Befehl geben, mach jetzt alles oder mach dies, mach das, wisch oder saug und wisch oder saug nur und wisch nicht. Und wenn du ihm sagst, mach die ganze Wohnung, dann ist er auch recht schlau, dann fährt er, wenn du das so einstellst, zuerst zu den Teppichen. Du sagst ihm dann, wo Teppiche sind, oder er detektiert die auch automatisch. Und dann fährt er zuerst mit trockenen Wischmops zu den Teppichen und fährt über die Teppiche und saugt die. Und dann fährt er wirklich so zielsicher zu dem einen Teppich hin, dann fährt er danach zielsicher zu dem zweiten Teppich und dann in ein völlig anderes Zimmer, wo der dritte Teppich ist, und mehr haben wir nicht in der Wohnung. Und wenn er damit fertig ist, dann fährt er zur Station und holt sich Wasser und macht sich die Mops nass und fängt dann an, den ganzen Rest der Wohnung zu wischen. Also es ist sehr clever, so wie das alles funktioniert heutzutage. Und dann der saugt und wischt in einem Aufwasch oder wie? Ja, genau. Das kann er dann danach in einem. Du kannst es auch so einstellen, dass du sagst, saug mir erst die ganze Wohnung und fahr danach die ganze Wohnung wischen. Kannst du auch machen. Okay. Aber er saugt ja quasi vorne und wischt hinten. Und also hat so Wischmops, die sind kreisrund und die drehen sich. Und da der ja auch ein runder Roboter ist, und dann würde er ja mit den drehenden Wischmops nicht bis an die Wand kommen und würde ja immer so ein Randstück übrig lassen. Für den Schmutz hat er ja diese lustige Seitenbürste, die hatten die ja schon immer. Der hier kann die Seitenbürste auch ausfahren an so einem kleinen Ärmchen. Wenn er dann in so eine Ecke kommt und die nicht bis in die Ecke reicht, dann macht so, dann kommt dieses Ärmchen raus und hält die Seitenbürste wirklich bis in die Ecke rein und holt da alle Krümel und irgendwas raus und schmeißt sich die so quasi vor seinen Sauger, damit er die dann danach erwischen und drüber fahren kann. Und das gleiche kann er hinten mit dem rechten Mob auch, diesen rechten kleinen drehbaren Mob, den kann er auch so ein bisschen ausfahren und kann ihn damit sozusagen bis auf die Höhe bringen, wo sozusagen von seinem Kreis der äußerste Punkt ist, sodass er ihm auch wirklich, wenn er ganz dicht an der Wand lang fährt, dann auch diesen Mob ganz dicht an der Wand lang ziehen kann. Und das entscheidet er auch immer selber, ob er den ausfährt oder nicht. Und wenn er merkt, dass da eine Wand neben ihm ist, dann fährt er den aus. Und dann lässt er natürlich eine Lücke zwischen den beiden Mobs, weil den einen hat er jetzt ausgefahren, der andere ist fix. Dann bleibt da so ein Streifen, der nicht gewischt wird. Und am Anfang dachte ich so, ja, jetzt ist da ja in der Mitte ein Streifen, der nicht gewischt wird. Das sieht doch scheiße aus, da ist doch dann dreckig. Aber das merkt er sich dann und dann kommt er irgendwann später nochmal wieder und fährt sozusagen um genau diese Breite versetzt nochmal denselben Streifen und wischt das dann auch noch. Und dann fährt er immer alle 15 Minuten, oder das kannst du einstellen, 15 Minuten ist der Standardwert, der da drin war, den habe ich jetzt erstmal drin gelassen, fährt er dann alle 15 Minuten wieder zur Station zurück und lässt sich die Mops waschen. Also dann wird da Wasser drauf und die werden von unten so mit so einer drehenden Bürste, die Bürste steht fest, aber die Mops drehen sich und werden auf diese Bürste gedrückt und die werden nass gemacht und dann so oft gewaschen,
bis irgendein Sensor in dieser Station zufrieden ist. Da ist auch irgend so ein Smart-Tech-Scheiß drin, der irgendwie das Dreckwasser anguckt, ob es jetzt sauber genug ist. Und dann fährt er wieder weiter. Dann fährt er wieder zurück, genau zu der Stelle, wo er aufgehört hat und wischt weiter, fährt wieder eine Viertelstunde und danach fährt er wieder seine Mops waschen. Insgesamt hat er für meine Wohnung... Wie nass wird das? Das wird nur wie ein feuchtes Tuch. Also du kannst es einstellen. Wenn ich jetzt Parkett hätte, bräuchte ich keine Angst haben. Du kannst es einstellen in, ich glaube, 4 Stufen, die Wassermenge, die er benutzen soll. Ich habe das auf der mittleren und auch schon auf der höchsten getestet. Ich habe Linoleumböden, von daher, die sind relativ unempfindlich. Ja. Aber man liest, dass Leute mit Parkett auch auf der niedrigsten Stufe auch klarkommen. Okay. Also wir haben jetzt kein Parkett, wir haben ja Fliesen, da kann ich ja auch einfach 10 Liter Wasser quer drüber schütten und passiert nichts. Glücklicherweise. Da hast du dann echt kein Schmerz mit. Hm. Genau. Jetzt wollte ich noch irgendwas fragen gerade. Mach das. Achso, und wenn er fertig ist mit Saugen, dann saugt ihm die Station natürlich auch das kleine Staubkästerl leer. Die Station hat einen Staubsaugerbeutel drin, der viele Absaugungen mitmachen kann, sozusagen. Und demzufolge ist auch dieser Wartungsaufwand, den man bei den alten Dingern immer hatte, ist im Grunde auch weg, weil nach jedem Vorgang, wenn er mit seiner Reinigung fertig ist, fährt er in die Station und der, wie die alle chinesischen Produkte, das Ding redet am laufenden Band. Ach. Er sagt dann immer, Reinigung wird gestartet und dann Mopwäsche, fahre zurück zur Station und dann Mopwäsche abgeschlossen, Reinigung wird fortgesetzt und dann irgendwann am Schluss dann auch Staub absaugt, ich weiß nicht genau, was da der Wortlaut ist, aber irgendwie Staubbehälter wird abgesaugt oder sowas ähnliches. Dann Selbstreinigung abgeschlossen. Und das ist dann das Letzte, was passiert und das ist auch so eins der Features. Du kannst so, wenn du die Feature-Liste bei Roborock anguckst und bei allen dieser Hersteller, genauso bei Ecovacs und Dreamy, irgendwie kamen sie, als erstes kamen sie auf, okay, saugen, dann kamen sie irgendwann auf Wischen, dann kamen sie irgendwann auf Wischen und nachträglich die Mops waschen in der Station. Dann kamen sie irgendwann darauf, diese Mops könnte man auch mit warmem Wasser waschen, weil dann werden sie sauberer und dann kriegst du auch fettige Sachen, die er aufgewischt hat, aus den Mops wieder raus. Also ist jetzt die Frage, Warmwasserwäsche oder nicht Warmwasserwäsche. Und dann kamen sie irgendwann drauf bei den nächsten Modellen, wenn man da so nasse Mops drin hat und die hängen dann unter dem Roboter da irgendwo in der Station und übernachten da drin, dann fängt das vielleicht irgendwann an zu gammeln. Also sollten die da vielleicht nicht nass drin hängen. Also hat man da noch so eine Art Föhn eingebaut und die Mops werden jetzt auch noch getrocknet mit heißer Luft, damit die eben nicht anfangen zu stinken. Und dann die nächsten Level sind dann halt, also was es dann relativ schnell gab, sind anhebbare Mops, wenn du über Fußmatten oder Teppiche oder sowas drüber fährst, damit er nicht seinen nassen Schlons da hinten quasi über den Teppich zieht, kann er die dann... Immer auf dem Rückweg zur Station, einmal über einen schönen weißen Teppich drüber. Genau. Kann er den anheben und das macht der hier auch. Und dann kamen diese ausschwenkbaren Mops und dann kamen die ausschwenkbaren Seitenbürsten. Und was jetzt gerade das Neueste ist, was meiner nicht hat, um auf hochflorige Teppiche raufzukommen, dass sie ihr Chassis anheben können, dass sie quasi die sich mit den Rädern so hochdrücken können, um mehr Bodenfreiheit zu gewinnen, um auf so richtig hochflorige Teppiche oder über große, wie sagt man, zwischen zwei Räumen, wie heißen die Dinger? Schwelle, genau das Wort habe ich gesucht, da so drüber kommen zu können, um die normalen Dinger schaffen ja irgendwie so 1,5 bis 2 Zentimeter und die mit dem anhebbaren Chassis dann wohl irgendwie bis 4 laut der Werbung, keine Ahnung. Ich habe keine Schwellen in meiner Wohnung, von daher da bin ich total egal, aber ich hätte einen hochflorigen Teppich und da sehe ich jetzt schon, dass dieses Feature vielleicht nicht schlecht gewesen wäre, allerdings kostet das, der Einzige, der das aktuell kann, kostet irgendwie 1400 Euro oder so. Das wäre die nächste Frage, was hat denn deiner jetzt gekostet? Wie heißt der nochmal? Ich will den nochmal schnell googeln. Meiner heißt Roborock Curevo Master und kostet aktuell ungefähr 1000er. Das ist aus dieser Curevo. In 3 Tagen ist hier Prime Day, gell? Ja, hätte ich vielleicht warten sollen. Ja, machen Sie hart Werbung für. Ja, stimmt. Auf dieser schrubbeligen Webseite. die Frage, die mir vorhin nicht eingefallen ist, wie laut ist dieses Ding? Also ganz kurz, du kennst ja mein Homeoffice hier im Keller. Ich habe die Tür zu. Wir haben jetzt oben ja sogar Türen im Flur. Und wenn der im Wohnzimmer losläuft, da drehe ich unten durch. Mich nervt dieses Geräusch so sehr. Echt? Ja. Okay.
Naja, das ist, also natürlich hängt das davon ab, du kannst die Saugintensität in 4 oder 5 Stufen einstellen und du kannst ihm einen sogenannten Carpet Boost quasi automatisch machen lassen. Das heißt, sobald er merkt, dass er auf einen Teppich fährt, dreht er seine Saugleistung auf volle Pulle. Okay, und auf Hartböden macht er das nicht. Und insofern ist das Geräusch sehr variabel. Wenn du ihm sagst, er soll nur wischen, dann ist er natürlich sehr viel leiser, wenn er den Saugmotor nicht anhat. Der macht schon Geräusche, aber ich habe ihn jetzt, der ist gerade jetzt irgendwie noch nicht mal ganz eine Woche da. Von daher, ich bin da noch voll im Spieltrieb und lasse ihn jetzt jeden Tag fahren und sitze hier im Homeoffice und er kommt dann hier auch rein. Neulich hat er bei einem Meeting gestört, hat dann auch dazwischen geredet, direkt hinter mir, direkt unmittelbar hinter meinem Schreibtischstuhl beschlossen hat, dass jetzt diese 15 Minuten abgelaufen sind und er jetzt seinen Mob waschen gehen muss und das dann auch laut angesagt hat. Und ich war gerade am Telefonieren hier und auch am Sprechen, nicht stumm geschaltet, das war sehr lustig. Ich wasche mir mal die Mobs. Krüger, haben Sie Besuch? Ah, ja. Ja, genau. Ja, such jetzt mal einen Mob. Also von daher, mich stört dieses Geräusch nicht so sehr. Ich empfinde den als, du hörst den, aber wie du den aus dem Keller, also bei euch da aus der unteren Etage. Ja, meine auch brüllend laut. Der ist halt auch lauter geworden. Also der ist viel lauter als er früher war. Genau, also ich habe auch den Eindruck, dass der, glaube ich, einfach lauter geworden ist, aber ohrenbetäubend laut. Das ist schon, also wenn du da also oben bist und der fährt oben los, dann piep, 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 dann und ab zurück. Okay. Nee, also meinen kannst du schon, das kann man ertragen. Ich höre den, wenn er zum Beispiel vorne in der Küche ist, höre ich den eigentlich gar nicht mehr. Okay. Und das, obwohl alle Türen offen stehen. Wenn er dann irgendwo so, ist das der Schall so, den langen Flur lang kommen kann, dann höre ich ihn schon wieder, aber nichts, was mich irgendwie aus der Ruhe bringen würde. Wie geht er mit langen Haaren um? Das kann ich dir noch nicht so richtig sagen. Meine Frau hat ja, also nicht lange Haare, aber zumindest Haare, die in dem alten Staubsaugerroboter auch regelmäßig aus der Bürste gekämmt und geschnitten werden mussten. Geschnitten, ja. Ich habe 3 so langhaarige. Ja, genau, ja, eine langhaarige Tochter habe ich auch noch. Von daher, ich war da jetzt nach den ersten Fahrten, habe ich ihn jetzt irgendwie so nach 4, 5 Tagen oder so, habe ich ihn überhaupt zum ersten Mal nachdem er im Einsatz war, mal umgedreht. Hab mal an den Mob geschnuppert, ob der irgendwie stinkt und der roch eigentlich noch ganz normal nach so wie aus der Packung, also so nach neu chemisch gereinigt irgendwie nach, also der roch völlig unverdächtig und die Rolle sah auch komplett sauber aus. Das ist so eine Gummirolle mit so Gummilamellen und es sind 2 Rollen, die sich gegenläufig drehen und das ist auch irgendwie ganz fancy, der kann diesen Kasten, wo die Rollen drin sind, auch anheben und wenn er jetzt im nur Vision-Modus ist, dann hebt er das an, damit er nicht diese Lamellen von der Rolle quasi irgendwie durch den verkleckerten Dreck den du aufzuwischen gedenkst, durchzieht. Aber ich benutze den jetzt nicht, um irgendwie in den Testvideos verkleckern sie dann immer Kaffee und Ketchup und sowas, wo ich mir denke, so, also wenn ich Kaffee oder Ketchup verkleckert habe auf dem Boden in größeren Mengen, dann nehme ich mir einen Lappen, da hole ich nicht den Roboter. Aber offensichtlich machen Leute das und das wird so getestet. Und dafür kann der eben sein Saugkästchen da und auch anheben, damit er das nicht durch den Flüssigdreck zieht. Ob er dafür AI-mäßig intelligent genug ist, weiß ich nicht. Der schickt dann auch immer Bilder, hat eine Kamera vorne drin, die er für so eine AI-Obstacle-Avoidance benutzt. Und du kannst ihm dann auch erlauben, dass er die Obstacles, die er findet, fotografieren soll und dir das dann in der App zur Verfügung stellt und das Ganze dann angucken. Und das ist sehr lustig, dann kriegst du so Fotos von irgendwie unter einem Küchenschrank, wo dann irgendwie so ein Ball von deinen Kindern drauf ist, den du schon ewig nicht mehr gesehen hast. So ein Foto, ich habe hier was gefunden, ich bin da drum rumgefahren und dann weißt du genau so, okay, ich muss mal unter dieses Küchending drunter, da ist dieser Ball von den Kindern. Und dann habe ich den hingelegt, den Ball, auf so ein Sideboard und mein Sohn kam nach Hause, oh, nimmt das Ding, feuert es irgendwo rum, es rollt direkt unter das Sofa. Und du denkst so, das war ja lange am Start. Naja. Aber gut, okay, und das Sofa kommt der Roboter nicht, von da werde ich jetzt kein Foto kriegen. Aber er fotografiert dann auch immer so Steckdosenleisten mit Kabeln oder so und dann sagt er, hier habe ich avoided wegen Potential Entrapment. Also er will da nicht gefangen genommen werden und deshalb avoided er dann irgendwie die Kabellagen. Das hat ihn allerdings nicht davon abgehalten, unter meinem Schreibtisch mit den Kabeln, die da so rumhängen und das sind zahlreiche,
sich absolut ausweglos zu vertangeln mit allen Kabeln. Also da war er komplett zu blöd, um das Problem zu beheben. Und da musste ich ihn ausschalten und wirklich aktiv aus den Kabeln rauswickeln. Das war, da ist er komplett zu dumm für gewesen. Also da muss ich mir noch irgendwas überlegen, wie ich das mache. Da lasse ich ihn jetzt aktuell einfach nicht hinfahren. Du kannst natürlich auch so No-Go-Zonen und sowas in der Karte dann definieren und kannst selber auch Teppiche, die er nicht richtig erkannt hat, kannst du dann einzeichnen und kannst diese Karte so nachbearbeiten. Das ist wirklich ganz schick gemacht, das muss man echt sagen. Und man kann sehr frei konfigurieren, was er wann wie machen soll. Du kannst also sagen, hier fahr mal jetzt los und mach irgendwie mit wenig Wasser und diesen Raum oder mach das Bad, wischst du immer zweimal und die Küche auch und die anderen Räume nur einmal oder kannst die wildesten Programme erstellen und das so programmieren, wie du möchtest. Und du kannst auch mit der App sehr lustig, du kannst ihn auch wie so eine fahrende Überwachungskamera benutzen. Du kannst du einen Cruising-Mode aktivieren, wo du ihm dann einfach nur vorgibst, in welche Wegpunkte er in der Wohnung abfahren soll. Und dann fährt er diese Wegpunkte an und an dem Wegpunkt dreht er sich dann einmal und macht in alle vier Richtungen ein Foto und hinterlegt das dann in der App. Und diese Cruising-Vorgänge könntest du theoretisch auch als Scheduled Plan, so wenn du sagst, ich bin im Urlaub, fahr mal jeden Tag morgens und abends einmal im Kreis und guck dich um. Und du könntest dann im Urlaub irgendwie dein Handy rausholen und könntest dir die Fotos von dem im Kreisfahren angucken, ob die Katzen schon die Wohnung vernichtet haben oder ob, weiß nicht, die Putzfrau alles geklaut hat oder keine Ahnung, was man damit will, aber man könnte das als fahrende Überwachungskamera benutzen. Weißt du, wie die Anbindung an andere Gerätschaften ist? Also insbesondere Home Assistant jetzt in meinem Fall, beziehungsweise DIO Broker oder so. Da habe ich tatsächlich noch nicht mit angefangen rumzuspielen, das steht noch auf dem Programm. Man kann in der App, kannst du Shortcuts definieren für, also so Siri-Intents quasi, kannst du da sagen, dass du deinem Siri irgendwie sagen kannst, schick den mal los. Und dann würde Siri diesen App-Intent ausführen und die App würde dann quasi weiter sagen, was der machen soll. Von daher schreiben sie sich Kompatibilität mit Google Assistant, Alexa und Siri auf die Fahne. Also das scheint mir so ein bisschen wenig weit gedacht zu implementiert zu sein. Er hat auch einen eigenen Sprachassistenten drin namens Rocky, den du auch ansprechen kannst. Und der ist aber wirklich auch noch blöder als Siri, weil der versteht nur exakt die Formulierung, die da steht. Also ich wollte ihm irgendwie sagen, er soll seine Trocknung beenden, weil diese Mop-Trocknung geht, es ist jetzt nicht ein Föhn, wie man den im Bad hat mit 1500 Watt Stromverbrauch und unfassbar heißer Luft, sondern das ist eher so leicht warme Luft, so lass die vielleicht 40 Grad haben oder sowas oder 35 und dafür geht das 2 oder 3 Stunden lang. Haben sie vermutlich aus Energiespargründen gemacht oder weil sie da kein Feuer legen wollen oder sowas. Ich weiß nicht genau, warum das so implementiert ist, aber so ist es. Und demzufolge lüftet diese Station dann halt 2, 3 Stunden vor sich hin. Und der einzige Aufstellungsort, den wir aktuell gefunden haben, war im Schlafzimmer. Und da kannst du natürlich nicht brauchen, wenn du jetzt da schlafen gehen willst, dass dieses Ding da vor sich hin föhnt. Ja. Dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich diesen Sprachassistenten aus. Es lief auch schon zu 2,5 Stunden oder so. Es war also völlig egal, ob ich das jetzt ausschalte. Da würde jetzt nichts zu schimmeln anfangen. Und ich wusste, man kann das über die Sprachdings sagen. Dann habe ich gesagt, hier, Rocky, mach mal Trocknung stoppen. Und dann hat er gesagt, hat er nicht verstanden. Und dann hat er beim nächsten, er wollte irgendwas völlig anderes auslösen und er kann das jetzt nicht. Und dann habe ich nochmal in der App nachgelesen und ich hätte Trocknung beenden oder andersrum. Ich habe beenden gesagt und ich hätte stoppen sagen müssen oder so. Also er legt wirklich exakt Wert darauf, dass du genau das sagst, was da in der App steht. Und wenn du irgendwas auch nur vergleichbar, also da ist wenig AI dahinter sozusagen. Genau, das ist ja das, was bei Siri schon so nervig ist, wenn du da irgendwie das falsch rumbaust. Meine Kinder stehen im Moment schreiend davor und wollen irgendwelche Lieder von Siri vorgesungen haben. Und wenn sie nicht versteht, einfach immer nur lauter. Immer lauter. Das funktioniert bei Papa auch. Wenn ich ihn anbrülle, dann reagiert er irgendwann. Das Aggressivste, das Nervigste finde ich. Also jetzt heute kam tatsächlich genau heute meine Tochter zu mir und mit den Worten stand sie am Schreibtisch: Papa, die Siri ist schon wieder dümmer geworden. Weil sie tatsächlich ein Lied, was sie schon zigmal angefordert hat und es hat schon zigmal funktioniert,
hat sie mit den gleichen Worten, mit denen sie das immer bestellt, dieses Lied. Und es ist ein deutscher Songtitel und die Siri steht auf Deutsch. Insofern, da gab es jetzt auch nichts mit Englisch falsch aussprechen oder so. Angefordert hat und die sagt jetzt einfach immer, ich kann das nicht in deiner Apple Music Library finden, obwohl dieses Lied sehr wohl in Apple Music drin ist und spielt es einfach nicht mehr ab und es hat schon mal funktioniert, es hat schon sehr oft funktioniert. Und deshalb war das, sie ist schon wieder dümmer geworden, war nicht ganz falsch, muss ich sagen. Nee, es ist sehr wahr. Meine hören im Moment immer Barbie Girl. Und funktioniert das, wenn sie das bestellen? Ja, leider. Was mich auch aufregt. Anna Barbie Girl sagen sie immer. Anna Barbie Girl. Anna, ja, das ist süß. I'm Anna, passt schon. Ja. Irgendeine in der Kita singt das nämlich immer und dann ist sie nach Hause gekommen. Papa, haben wir das Lied? Ich so, boah, keine Ahnung, frag doch mal die Siri. In der Hoffnung, dass Siri das nicht kennt. Ja. Sie hat sofort erkannt und vorgespielt. Mist. Verdammt. Ja, das ist das Lied, das ist das, Papa. Hör mal. Ja, habe ich in den 90ern schon gehört, fand ich da doof. Sachen aus der Kita ist echt fies. Mein Sohn kommt jetzt immer und singt, wenn er aus dem Kindergarten kommt, er will das auch zu Hause hören. I like to move it, move it. Auch schön. Auch schön. Ganz fantastisch. Und dann singt er irgendwelche Reinhard Fendrich Songs. Wie Pech und Schwefel sind Freunde wie wir oder so ähnlich. Irgendwie. Ich musste das googeln. Ich kannte das nicht, aber dann habe ich gegoogelt und dann. Ja, nicht. Fand ich irgendwie Songtext Reinhard Fendrich und dachte ich auch so, oh, okay, muss ich jetzt nicht anmachen. Lass ihn das auf dem Klo vor sich hin singen, aber wir müssen das nicht verstärken. Hauptsache, er wird kein Pfleger im Altenheim. I like to move it, move it. Genau, da spielt der Christoph den ganzen Tag I like to move it vor. Oh, während er den Rollstuhl schiebt, I like to move it, move it. Ja, wisst ihr, seine Berufswahl hat er ja noch ein paar Jahrzehnte vor sich. Oder mindestens eins. Siri, leider dumm. Was mich am meisten aufregt bei Siri ist, wenn du sie was fragst und du merkst, sie hat erstens Wort für Wort, also akustisch und was quasi die Transkription angeht, akustisch perfekt verstanden, was du gefragt hast. Sie hat dann wiederum den Text interpretiert und hat den Kontext daraus verstanden. Und dann gibt sie dir eine Antwort, die nicht zu dieser Frage passt. Und das habe ich im Sommer jedes Mal gehabt, wenn ich irgendwie jetzt mit Kinder eincremen, Sonnenschein draußen, müssen die noch Sonnenschutz kriegen oder nicht? Und du fragst sie, Siri, wie ist der UV-Index? Und die Temperaturen werden bei durchschnittlich 11 Grad ziemlich konstant liegen. Habt ihr das gehört? Ja. Ja. Das hat nichts mit dem UV-Index zu tun. Es hatte nichts mit dem UV-Index zu tun. Sie hat aber verstanden, dass ich über Wetter rede, also dass ich eine Wetter-App-Aussage bekomme. Das heißt, sie hat akustisch verstanden, was ich gesagt habe, sie hat es interpretiert, sie ist auf das Thema Wetter gekommen, sie hat die Wetter-App intern geöffnet, hat irgendwelche Daten ausgelesen und hat mir irgendeine Scheiße erzählt, die nichts mit meiner Frage zu tun hat. Das macht mich bodenlos aggressiv. Und liegt das daran, dass jetzt Nacht ist? Also deswegen ist es mein UV. Nein, das macht sie auch im August um 14 Uhr. Passiert genau das Gleiche. Mhm. Also ich könnte ja sagen, der UV-Index ist 0 aktuell oder er wird heute bis 5 sein oder sowas. Das ist ja, oder er ist jetzt niedriger, er war heute 5 und jetzt ist er nur noch 3 oder so. Und das wäre ja ungefähr die Information, die ich dann haben will, wenn ich mit den Kindern irgendwie um 16.15 Uhr rausgehe und mir denke, muss ich sie jetzt noch eincremen oder nicht? Und ja, sie versteht, dass es um Wetter-App geht und um Informationen daraus, aber sie kann einfach immer nur Regen und Temperatur. Das ist das Einzige, was sie versteht. Ich habe gerade mal geguckt, also in Home Assistant kriegst du einen Roborock auch rein, falls du da irgendwann mal umsteigst. Ich weiß nicht so richtig, was ich da so will. Also was will ich denn machen damit? Ich hatte mein Nito auch da drin, aber das war auch immer so eine Integration, die ich fast nie verwendet habe. Naja, also zum Beispiel, wenn alle aus dem Haus sind, den anmachen. Ja. Und halt so, hier bin fertig, hab angefangen. Gut, wenn er das durchs ganze Haus brüllt, ist halt auch egal. Ja, vor allem, das schickt die Roborock-App ja ohnehin auf mein Handy. Also. Ja, aber dann kriegst du es halt aus einer. Und du könntest das natürlich dann immer noch einmal durch AI schicken lassen und es dir von dem zynischen AI-Roboter mitteilen lassen, so. Ah. Ja, das ist jetzt, now we're talking. Das habe ich euch erzählt, dass ich für die Kinder so einen Wetterbericht gemacht habe von so einem lustigen Ding. Ja, das hast du damals erzählt, ja. Genau. Ist das immer noch im Einsatz? Ja, aber ich habe irgendwie die Sprachsteuerung, also die Sprach,
Ausgabe kaputt gemacht und kriegst sie jetzt gerade nicht wieder hin, deswegen kämpfe ich da gerade ein bisschen mit. Aber ich kann es denen halt vorlesen. Ich kann draufdrücken, dann kriege ich eine Push-Nachricht aufs Handy und dann kann ich denen halt vorlesen, was der das Wetter jetzt ansagt. Ja. Und denen kannst du halt auch, dem kannst du ja alles beibringen. Also er kann ja die größten Faxen machen. Ja, das ist cool. Und ja, habe ich jetzt gerade ein paar gelesen von Leuten, die da wirklich lustige Sachen machen. Also irgendwie jetzt Trab halt an, die Wäsche ist fertig und kurze Beleidigung. Und das ist wirklich sehr lustig. Ja, ja. So wie Carrot Weather, die Wetter-App, nur genau. Halt selbst implementiert ist. Cool, ja. Ja, ja. Ja, und die haben das dann mit wie heißt das, Olama oder was? Dieses lokale Ding. Ja. Wenn die dann den Home Assistant auf einem Proxmox, also auf irgendwas anderes, wo dann Proxmox läuft, laufen haben und dann parallel dazu eben noch so ein Ding, dann kannst du das halt wirklich alles hyperlokal machen und das ist halt dann schon geil. Ja, und dann musst du da auch nicht OpenAI erstens nicht deine privaten Home-Daten quasi rüberkübeln und zum anderen auch nicht dafür bezahlen. Genau. Das ist ja über die API, sonst würden das ja immer da Cent, Bruchteile von Cents kosten im Zweifel. Ja. Ja, also die meisten, die das haben und regelmäßig nutzen, sagen, ne, ich habe es jetzt ein halbes Jahr im Einsatz, ich habe mal 10 Euro draufgeladen, ich bin immer noch lange nicht dran. So, ja, okay, gut. Ich habe tatsächlich genau heute gerade mein OpenAI-Konto wieder um $5 aufgefüllt. Das wird jetzt wieder mittlere Ewigkeit reichen, aber ja. Ja, ja, das ist schon lustig, was man damit so tun kann, wenn man das so integriert. Und da wird es ja eigentlich auch erst spannend, wenn das so integriert wird in andere Kontexte. Auf jeden Fall. Ja, Olama habe ich jetzt auch ein bisschen rumgespielt, hatte ich irgendwie auf dem Mac laufen, habe ich jetzt auch so eine, was habe ich glaube ich hier schon erzählt, gell? So eine App fürs Handy, die dann über Tailscale mit dem Mac redet, dass ich mit dem Olama, so, das ist ganz lustig. Ja, das ist cool. So lokale Sachen machen willst. Ja, nee, so viel zum Thema Roboter und kannst ja dann nochmal berichten, wenn du ihn noch ein bisschen intensiver genutzt hast und auch mal weißt, wie schnell der denn wirklich dreckig ist und so weiter, wie man ihn dann wieder sauber kriegt. Ja, also es hat mich jetzt zumindest erstaunt, dass er jetzt nach fast einer Woche rumfahren, dass die Mobs noch sehr gut aussehen und auch die Station innen, wo das gereinigt wird, da habe ich jetzt, ich habe da heute mal sehr intensiv reingeschaut und auch mal so mit dem Finger drin rumgewischt. Das kann man rausnehmen und unter fließend Wasser ausspülen. Hm. Aber wie ich es mir so angeguckt habe, hatte ich jetzt noch keinen Bedarf, es auszubauen. Und ja. Dreckwasserbehälter musste ich schon zweimal auskippen. Da ist dann auch so immer so ein gewisser Bodensatz von Sand mit drin, der sicherlich von den Kinderschuhen kommt. Echt? Im Flur. Sand? Also aber das nimmt er halt auch auf und es wird dann halt auch abgesaugt und bis in diesen Behälter reintransportiert, was ja an sich ja, immer sehr super. Positiv ist. Ja, also ist und doch dann egal, wenn du zweimal die Woche Wasser tauschen musst. Das ist dann noch die Steigerung. Es gibt doch den auch, dass du den an Frisch- und Abwasser anschließen kannst und dann pumpt er das raus und rein und so, gell? Das gibt es wohl zumindest mit Frischwasser, ob das mit Abwasser auch geht, weiß ich, aber dann bist du ja super eingeschränkt, wo du ihn hinstellen kannst. Also das wüsste ich nicht, wie ich das hier installieren sollte. Vielleicht im Bad irgendwie, aber. Ja, oder unter die Spüle musst du halt allen anderen Scheiß wegmachen. Ja, naja, man hat ja gesehen, dass der letzte Roboter hatte einen schönen Ort, wo er war und jetzt kommt der nächste Roboter und der passt überhaupt nicht mehr an den Ort. Das heißt, du baust dir jetzt da so einen schicken Schrank, baust das alles ein, machst alles perfekt. Dann geht er 4 Jahre später kaputt, 5 Jahre später kaufst du einen neuen, ist wieder alles anders. Da kann er dann laufen und hat Füße und was weiß ich nicht alles. Und dann mach mal deinen Butterflies. Kannst du den Schrank auch wieder komplett rausbauen und weghacken. Also ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt viel Geld in die Schönmachung des Aufstellortes investieren würde. Der muss irgendwo hinpassen. Ja, nee, also das glaube ich, dieses mit Zu- und Abwasser, da musst du halt wirklich wissen, dass du so ein Ding haben willst und wie das aussieht und dann baust du gerade dein Haus um und bereitest alles dafür vor. Ich glaube, dann ist ideal. Ja, weißt du, dann ist irgendwie die Küche ein Stückchen höher oder sonst irgendwas und hinter irgendeiner Schublade passt das Ding genau rein und wenn du die Schublade halt rausnimmst, kommst du noch dran oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Naja, das werden wir heute Abend nicht mehr lösen. Was wir aber lösen, nee, das wird kein Übergang mehr. Der Christoph hat fremd gepodcastet. Was? Er war beim Daniel im Spätfilm zu Gast. In einer sehr schönen Doppelfolge. Habt ihr erst über
Gott und die Welt und alles andere und Spiele das gemacht. Genau. Das übliche Vorgeplänkel. Und dann, dann habt ihr über Strictly Ballroom, gell? Genau, von Baz Luhrmann, der erste Film. Und ich habe mich geehrt gefühlt, dass ich erwähnt wurde. Ja, natürlich. Ich meine, du wärst eigentlich der Richtige gewesen, um darüber zu sprechen, aber es war nun mal ich. Ja. Und ja, es hat mir viel Spaß gemacht und mittlerweile sind beide Folgen draußen. Ja. Ich habe die durch Zufall entdeckt, so, oh, mit Christoph? Ist das unser Christoph? Ja. Ein bisschen reingelesen, so, ah, Baz Luhrmann, ja, das ist ja, dann schiebst du die mal nach oben. Wie hast du da, wieso hatte ich das denn verpasst irgendwie? Ist es an mir vorbeigerauscht? Ja. Ja. Die eine Stelle, wo du meine Frau erwähnt hast, das habe ich auch vorgespielt, hat sich ein bisschen gefreut. Was, ich habe deine Frau erwähnt? Ja, wo es ums Tanzen, ums Schwufen ging. Ach so, ja. Weil ihr so toll tanzt, habe ich beschrieben. Ne? Ja, das, ja, das war sehr nett. Ja, it is. Ja. Ja, aber es war eine sehr runde Folge. Fand ich auch, ja. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht und ich habe es auch gern gehört. Also, passt. Ich habe es auch hochgeschoben, aber es ist noch nicht rangerückt. Von daher, ich werde es noch hören. Wolltest du nicht mal mit irgendeiner deiner Lieblingstrilogie zum Daniel gehen? Ich wollte mit der nackten Kanone dahin gehen, ja, aber das ist, gibt es noch keinen Termin für. Ja. Der Daniel wird sich melden, wenn es soweit ist. Da warte ich drauf. Daniel, du hast meine Nummer oder meine E-Mail-Adresse oder wahrscheinlich alles davon. Give me a call. Spätfilm@sneakpot.de. Mit Sicherheit. Spätfilm Bob einladen at sneakpot.de. Genau. Wow. Sehr schön. Der Christoph hat in der letzten Woche ein Wort benutzt, was sonst nicht mehr benutzt wird. Was? Sowas macht er? Diese Woche auch schon. Es war aber auch wieder sehr schwer, fand ich. Diese Woche? Dann soll man gucken, wie man dieses Wort auf der freien Pläne entdecken kann, ja? Genau. Sehr gut. Die freie Pläne ist tatsächlich, ja, du hast schon gesagt, du benutzt es eigentlich noch. Es ist noch nicht so richtig ausgestorben, aber das Buch, das ich von Jan bekommen habe, sagt, dass es ausgestorben ist und dann, oder untergegangen ist, und dann gilt es, denn das Buch ist der maßgebliche Faktor hier. Sehr gut. Und die Pläne ist halt eine Ebene, also. Was bei dem Film letzte Woche sehr passend war, genau. Und diese Woche hast du es auch schon untergebracht? Wir sagen jetzt nicht was. Ja, ja, genau. Ich habe es untergebracht. Es war diesmal leichter zu hören, weil es ein Wort ist, was ziemlich komisch klingt auf den ersten Dings und es wird auch wahrscheinlich auch kaum jemand kennen. Ja, also wird wahrscheinlich aus anderen Gründen untergegangen sein als das Wort Pläne, denn der Untergangsgrund ist, ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon genannt, die Homonymie, der lautliche Zusammenfall mit dem Plural von Plan. Damit man da nicht durcheinander kommt. Ah ja, das ist komisch, ne? dann müssen doch tausende von Wörtern untergehen. Also wir hatten es ja letzte Woche von umfahren und umfahren. Ja, bei manchen, also eine Homonymie kann halt der Grund sein, dass es untergegangen ist. Das heißt aber nicht, dass alles, was homonym ist, untergeht. Ja, eben, aber das ist so, finde ich, so gerade bei so Wörtern wie ein Wort für eine große freie Fläche und einen Plan oder mehrere Pläne haben, da ist ja jetzt null Verwechslungsgrund. Also, das sind ja so völlig andere Themenfelder. Ja, obwohl die Herkunft ja wahrscheinlich gleich ist, gell? Ein Plan ist ja auch was man flach auf den Tisch legt. Ja, aber wenn ich jetzt über eine große Wiese rede, und oder über meine Pläne fürs Wochenende, habe ich jetzt, also, gut, das ist mein Fragezeichen im Kopf. Finde ich irgendwie komisch, dass das dann sozusagen, dieses Wort muss weg, das muss aussterben. Ja gut, ist dann vielleicht auch nicht so, dass jemand sagt, das muss aussterben, sondern dass mehr Leute aufhören, sagen, es zu verwenden. Genau, ja. Wir nehmen lieber Ebene, weil da ist es noch klarer, oder? Ja. Genau, gibt es ja noch im Englischen und im Französischen. Es ist ja quasi noch in dieser Bedeutung vorhanden. Dann kommt es als Anglizismus irgendwann wieder zurück. Ja. Es ist wieder da. Stimmt. Das wäre ein bisschen lustig. Wir haben dann im Anschluss auch noch vom Jan
weitere Beispiele gekriegt. Und ich würde vorschlagen, das kann er uns einfach nächste Woche erzählen. Denn er wird Gast sein, aber er wird nicht vorschlagen, weil er sich auch mal dem Diktat hier unterwerfen oder so ähnlich hat er es formuliert, unterwerfen möchte. Deswegen ist der Christoph dran, nächste Woche den Film für die nächste Woche vorzuschlagen. Und du hast behauptet, es sei etwas sehr Kurzes. Genau, ich habe. Wo gehen wir hin? Um dich glücklich zu machen, darauf geachtet, dass es etwas sehr Kurzes ist. Jetzt habe ich Angst, jetzt wird es besonders garstig. Und ich will natürlich auch Jan glücklich machen. Und deswegen habe ich etwas genommen, was so ein bisschen zu ihm passt, beziehungsweise er hat ja einen Podcast, wo er Horrorfilme bespricht, deswegen. Nein. Weißt du es schon, Bob? Also nein, ich bin einfach nur kein Horrorfilm. Ich bin bei Netflix. Es ist ein zweiter Teil und den ersten Teil habe ich sehr gefeiert damals. Das ist eine spanische Produktion und heißt Der Schacht. Diesmal jetzt Der Schacht 2. Ach, das ist dieses, oh. Es ist eigentlich das da mehr. Und runterfährt so? Genau, es ist mehr Dystopie als Horror. Also so war jedenfalls der erste Teil. Okay. Ab Freitag. Ab Freitag, genau. Oh Gott. Aber es ist kurz. Brutal. Echt? Düster. Düster, genau. Das steht hier nicht. Steht gar nicht, wie lang es ist. Ja, es steht hier echt nicht. 1:40. Okay. Nee, das ist ja nicht kurz. 1:40? Also ich bitte dich. Alles unter 90 Minuten ist kurz. Der Schacht 1 war 1:35. Also jetzt haben sie sich ausufernd im zweiten Teil 5 Minuten mehr gegönnt. Und der Bob sagt uns noch einen zweiten Film, den wir auch noch schauen für nächste Woche. Weil wir haben ja jetzt Black Mirror fertig geschaut und fangen jetzt eine neue Reihe an. Und Bob, du hast rausgesucht, welches der erste Film dieser Reihe ist, den wir da schauen. Ja, du hast mich jetzt voll falsch erwischt, weil ich dieses Tab schon zugemacht habe. Aber ja, wir schauen diese Wes Anderson Short Films, die auf Netflix rumliegen. Und von einer Webseite, die ich hier irgendwie gefunden habe, sagt, dass der erste The Wonderful Story of Henry Sugar sei. Das ist die der mit Benedict Cumberbatch und Ralph Fiennes. Im Deutschen heißt der, ich sehe was, was du nicht siehst, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Die Seite, die ich gefunden habe, ist Englisch. Aber wenn so, da noch Ben Kingsley noch drin ist und Richard Also Benedict Cumberbatch und Ralph Fiennes und Dave Patel. Aber 39 genau. Minuten. Ja, genau. Wie heißt der auf Deutsch? Sag's nochmal. Ich sehe was du nicht siehst. Okay. Stimmt. Ich hab ihn. The Wonderful Story of Henry Sugar heißt er im Englischen. Genau, damit geht's los. Und die anderen, das sind ja, glaube ich, nur 4 oder so oder 5, habe ich jetzt nicht gezählt. Und die sind teilweise, also 39 Minuten ist halt schon von den langen. Also da sind auch welche bei mit 17 Minuten. Und ich glaube, sogar alle anderen haben nur 17 Minuten. Das ist der einzige lange. Schauen wir dann in den kommenden Folgen. Kommenden Wochen. Kurzgeschichten von Roald Dahl. Genau, übrigens, cool. Jan schrieb nicht, dass er sich dem Diktat unterwerfen will, sondern er möchte sich der Willkür aussetzen. Das ist schön, Jan findet immer die richtigen Worte. Sehr gut. Ja, mal gucken, vielleicht kann uns Jan ja doch noch einen zusätzlichen Film nennen, den wir da noch. Warte mal, wir wollen Lupin fertig gucken, wir wollen den Kurzfilm gucken und wir wollen noch diesen Horrorquatsch gucken. Ich bin da auf Stefan. Dieser Horrorquatsch ist unser Headliner, Stefan. Ja, aber das ist nicht das erste Mal, dass unser Headliner irgendein Quatsch ist. Das kommt ja nun öfter mal. Das hat jeder von uns schon vorgeschlagen. Das kann der Jan auf jeden Fall bezeugen, weil er hört uns ja komplett. Da hätte ich diese Story mit dem Kanalgas nächste Woche mit dem Schacht erzählen sollen. Das hätte viel besser gepasst. Ja, das stimmt. Nee, aber ja, Lupin bin ich schon durch und die beiden Filme, die schaue ich heute Abend noch. Also, ach nee, kann ich nicht, geht jetzt am Freitag los. Deswegen, also ich bin schon dankbar, wenn er uns noch einen Film mitbringt, aber ja, schaut ihr mal den Schacht. Oh Gott. Der wird gut, wartet's ab, der ist auch gut bewertet. Also ich fand den ersten richtig gut und ich bin ja auch kein Horrorschauer, das ist schon eher eine Dystopie als ein Horror. Mag ich, glaube ich, weniger. Dann machen wir das, dystopisch uns verschachten. Und wir müssen jetzt aus dieser Sendung irgendwie rausfinden, weshalb ich jetzt nur noch den Aufruf starten möchte, wie immer auf sneakpot.de zu gehen und
in den Kommentaren gerne zu schreiben, was ihr so mit auf dem Fahrrad so drauf habt und ob ihr bei der Kunstradmeisterschaft angetreten seid. Oder was untergegangene Wort zu finden, genau. Auch da können wir wieder mal Auflösungen in den Kommentaren vertragen. Oder ihr dürft uns natürlich gerne auch auf den üblichen Social-Media-Kanälen anschreiben. Ja, was ist mit Jule los? Ich bin... Skandal. Ich bin besorgt. Ach nee, ich weiß ja, dass sie im Urlaub war. Aber... Oder war das Urlaub? Ich glaube, es war nicht Urlaub. Es sah nur wie Urlaub aus. Aber... Das gehört jetzt auch nicht hierher. Nee, das gehört ja, genau. Also... Das war Folge 845 des Sneakpods und wir danken fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein, wenn wir uns schachten. Tschüss. Tschüss. Tschüss.